Moin. Letzte Folge. Da war nicht viel. Also, oder so hat Jojo gesagt, ja, kommst du eigentlich auf dein scheiß Leben klar? Und die meinte, lass mich in Ruhe, du hast ja Schwein. Und dann, ist sie zum Schweden und hat gesagt, du, könnte ich mal einen Kleiderbügel haben? Und ja, wofür denn? Und die, ach, naja, ich bin schwanger. Ach so, oh, lass da mal drüber reden. Ende an. Ach so, und dann ist Caron ist einfach mit der Polizei mitgefahren, obwohl ich ihm immer gesagt habe, er soll nicht bei Fremden einsteigen. Viel Spaß und bleib geil. Schokofla. Jötti, man bringt dich zu einer Polizeiwache und in einen Verhörraum. Natürlich werden deine Hände fixated. Jo. Genauso wie deine Füße. Dann hast du erstmal ein bisschen Zeit zu chillen. Krieg ich? Man hatte jetzt ein paar Sachen abgenommen, wie Ohrstöpsel und so ziemlich jeden anderen Scheiß halt immer noch, der sinnvoll ist, weißt du? Krieg ich einen Cyberware-Blocker? Die Sache ist die, du brauchst keinen Headcom-Blocker, weil dort drin ein Störsender ist. Du hast offensichtlich Kunstmuskeln. Und Cyberwehrblocker sind, ich meine, die blocken ja Cyberwaffen und sind einfach super stabil, ne? Ja, du kriegst auf jeden Fall welche. Wegen der Funktioniert Stabilität. dann, funktionieren dann meine Cyberaugen noch? Ja, die auf jeden Fall. Funktioniert meine Datenbuchse noch? Na, ja, aber Störsender. Ja, das ist okay. Ich nehme alle, also ich werde das aufnehmen, alles, was die mit mir tun. Für den Fall, dass die Polizeigewalt anwenden und so. Ja. Ich Das habe Rechte. interessiert niemanden. Psst. Du Ich habe bist Rechte. ein Ork. Ich habe Rechte. Ich habe auch Polizeigewalt, eine Alter. Linke. Ich will die Gesichter haben, damit ich den Leuten auf die Fresse hauen kann, wenn die mir Gewalt anwenden. Ach so, ich hab grad Ja, gedacht, ja. du bist gerade merkwürdig, aber jetzt sehe ich die Sache klar. Da spricht Ja. der Gänger aus ihm. Richtig. Ich werde zu denen nach Hause fahren und mit denen sprechen. Psst, das wirst du Danach. nicht. Was? Nix. Wenn die mir Gewalt antun, werde ich nach Hause fahren zu denen und mit denen sprechen. Niemand hat was davon gesagt, dass ich die Familie umbringe. Ich bin nicht Jojo. Aber das sind ja immer noch Bullen. Und? Man kann ja wohl auf einen Kaffee vorbeikommen. Hatten wir nicht erst ein Gespräch, wo deine Taten mit für die Gang gelten? Ja. Da erstmal fünftens. Aber der hat mich geschubst, der heißt ja Schwein. So. Nachdem er mir die Ente à l'orange serviert hatte, gab's keinen Zahnstocher. Das ist Widerlich. ja schon Verbrechen. Irgendwann kommt dann ein gut aussehender, stattlicher Mann mit Bürstenhaarschnitt, feinstem Zwirne, Läuft auf meinem gezupften Augenbrauen. Ja. na, Dings, auf meinem Implantat ein Spiel? Also so wie es wie Tetris oder sowas? Damit ich mich beschäftigen kann? Ich glaube irgendwie nicht, dass die Datenbuchsen dafür konzipiert waren. Auf der anderen Seite, glaube ich, liefen wir. Nee, du hast ja entdeckt dann. Nee, leider nicht. Ärgerlich. Ja, ich auch nicht. Feinster Zwirn, gezupfte Augenbrauen, setzt sich hin, stellt dir Kaffee vor die Nase und öffnet die Handschellen. Guten Tag, Herr Muff. Guten Tag. Ich würde gerne telefonieren. Ja, das wird leider nicht möglich sein. Okay. Warum bin ich hier? Nun ja, wie soll ich sagen? Sie tragen seit kurzem ein Tattoo. Also da müssen wir erstmal, damit erstmal alles geklärt sind. Also das ist für uns vollkommen klar, das ist auch für Sie vollkommen klar. Und was ich Ihnen heute anbiete, und das wird das einzige Mal sein, dass das irgendjemand tut, ist ein Ausweg. Carbon schaut ihn einfach nur an.
Ein Ausweg aus dem Schicksal, was sie ganz unweigerlich ereignen oder erfassen wird. Ich möchte Ihnen dazu gerne ein wenig Bildmaterial vorlegen. Er legt hier ein paar Bilder von toten Gängern hin, die man so irgendwann gefunden hat oder ne, Reste und so weiter, was es nicht alles gibt. Das sind ja grausige Bilder, Herr... Oh, entschuldigen Sie bitte. Mein Name ist Herr Johansson. Ah, sehr erfreut. Sie wissen, dass es ziemlich brodelt in der Stadt. Ich denke, Sie sind sich im Klaren darüber, dass nicht nur verschiedene Gangs immer wieder in dem Stadtteil, in dem die sich da jetzt auch irgendwie niedergelassen haben, um Vorherrschaft ringen, sondern dass vielmehr die Wori und ihre verschiedenen Ableger ein Problem werden, vor allem füreinander und für alle, die mit ihnen verbunden sind. Jetzt sind sie natürlich mit Eintritt in diese Vereinigung, diese Gang, sehr fest mit einer Gruppierung verbunden und als, man könnte ja fast sagen, größter oder zweitgrößter Waffenlieferer für Moskau, vermutlich das erste Ziel. Sie sind sich hoffentlich darüber im Klaren, dass der Schlag von Florina so schnell und so verderbend sein wird, dass nichts von ihnen oder den anderen Menschen dort übrig bleiben wird. Warum sollte man einen Motorclub angreifen? Was mit so kriminellen Subjekten haben wir nichts zu tun. Herr Efremov, wir wissen beide, dass das nicht ihr richtiger Name ist, genauso wie wir wissen, dass es eine Gang ist. Eine Gang, die in massiver Weise Waffen importiert und verteilt. Das ist völlig okay. Darum geht es heute nicht. Es geht nicht darum. Es geht heute nicht darum, sie anzuklagen. Es geht darum, dass ich ihnen einen Ausweg anbiete. Dann kann ich ja gehen, hm? Und natürlich gibt es auf dieser Welt nichts, aber auch gar nichts umsonst. Auch das ist klar. Ich biete ihnen an, sich in einem Geschäftsfeld oder viel eher mit Geschäftspartnern zu verwirklichen, die auch ihre Strategie viel eher entspricht. Ich bitte Ihnen die einmalige Chance auf eine Probemitgliedschaft im großartigen Verein der Wori. Der richtigen Wori, der wahren Wori. Einer Wori, die durchsetzungsfähig ist. Einer Wori, die nicht nur Jegors Schergen, sondern auch seine Person einfach von der Weltkarte putzen wird innerhalb eines großartigen Streiches. Was sagen Sie dazu? Karan guckt ihn weiter an. Es ist sehr interessant tatsächlich. Sie müssen wissen, ich erlebe das natürlich nicht zum ersten Mal. Ich erlebe das auch nicht zum letzten Mal. Die Menschen entscheiden sich immer für Schweigen. Es ist dieses erhabene Schweigen, das immer wieder kommt, dass man vorzieht. Man will einfach zeigen, dass man überlegen ist, weil man nichts zu der Sache zu sagen hat und weil man natürlich über den Dingen steht. Es ist auch das Schweigen, was die meisten erfasst. So erfasst wie die Explosion von Splittergranaten, die ihre Freunde vor ihren Augen zerfetzen. Meinen Sie, Sie werden genauso schweigen, wenn das passiert? Oh, ich habe noch ein bisschen mehr Bildmaterial. Eine Sekunde. Er gibt dir so ein paar Bilder von Gangmitgliedern in, keine Ahnung, auch zum Teil Freizeit. Also was weiß ich jetzt zum Beispiel, Vlad vorm Kinderarzt mit der genervtesten Miene aller Zeiten. Jojo, die gerade in irgendein Geschäft reingeht, Klamottengeschäft. Kann nicht so lange her sein. Winter. Und so Dinge halt, ne? Ich bin nur ein bisschen geschockt, dass sie mich in eine kriminelle Vereinigung einladen, wo ich doch ein unbescholtener Bürger bin. Natürlich sind sie das, natürlich sind sie das. Lassen Sie mich kurz nachsehen. Da ist es ja. So, war das Ihr Wagen? Er zeigt dir dein altes Auto. Der lief nicht über meine Sinn, richtig? Nicht über eine der Sins, die du jetzt trägst. Nein. Oder warte mal. Doch, der lief über eine deiner Sins. Warte mal, wie war denn das? Der lief über eine meiner Sins, aber nicht, ich glaube, eine Schwächeren. Die dann direkt abgestoßen wurde, ja. Mhm.
Achso, du hast mir jetzt noch keine Antwort gegeben. Ich weiß nicht, ob du das vorhast. Hm? Ich weiß nicht, ob du das vorhast, aber du hast mir jetzt natürlich noch keine Antwort gegeben. Oder ich hab's ja nicht gehört. Er sagte nein. Okay. Er sagte Achso, nein. Verzeih. Siehst du, hab ich nicht gehört. Nicht. Gut. 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 So. Hier haben sie den Wagen gekauft. Das war nicht mal in Moskau. Wir geben uns Mühe mit ihnen. Da muss ich ein Fehler unterlaufen sein. Also, ich weiß nicht, wovon Sie reden. Ich würde jetzt auch allerdings sehr gerne gehen. Da Sie ja anscheinend nichts mir vorzuwerfen haben, ist es ja mein gutes Recht, als freier Bürger dieser Stadt jetzt zu gehen. Sie verstehen das vielleicht auf mehreren Ebenen falsch. Zum einen legen Sie dem Irrglauben irgendwie anheim, dass Sie Rechte haben. Das ist aus ganz vielen verschiedenen Gründen auf so vielen Ebenen falsch. Erstens, ich bin kein Polizist. Nein, ich kann machen, was ich will. Zum Zweiten, wenn wir suchen würden und Tipps geben würden, würden wir herausfinden, dass Ihre Sinn gefälscht ist? Wenn wir uns richtig viel Mühe geben, und das habe ich, so viel Mühe habe ich noch nicht vor mir zu geben. Zum Dritten. Die Polizei hat sehr wohl das Recht, sie 24 Stunden einzubehalten. Selbst wenn ich also ein Polizist wäre, ich könnte mir ziemlich viel erlauben. Aber ich habe eine Frage an Sie. Und zwar, Sie wurden sicherlich gesehen, wie Sie abgeführt wurden. Ich nehme an, man macht sich schon Sorgen, auch wenn Sie noch nicht irgendwie bei dieser Vogeldynastie irgendwie direkt dabei sind. Glauben Sie, jemand wird kommen? Wenn ich meinen Anwalt anrufen kann, bestimmt der. Bitte, bleiben Sie doch nicht bei dieser Geschichte. Wir sind doch unter uns. Glauben Sie, jemand wird kommen? Beantworten Sie die Frage vielleicht nur für sich. In der Vergangenheit hat man sich ja zur Aufgabe gemacht, dass man dann immer vor verschiedenen Einrichtungen wartet, bis derjenige rauskommt. Seine ganze Männlichkeit, Motorräder, versteckte Waffen. Man hat gezeigt, man ist da, man wartet nur darauf und die Polizei ist machtlos. Sicherlich wird irgendjemand kommen. Sicherlich wird jemand kommen. Wäre natürlich zu schade, wenn bei dieser ganzen Aktion jetzt jemand umkäme. Als kleines Zeichen. Als Vorbereitung. Als Warnschuss. Ja, das wäre schade. Würden Sie sich eigentlich verzeihen, wenn jemand jetzt stürbe? Stürbe, ja. Wenn jemand stürbe, weil Sie von uns einkassiert wurden. Sie wollen meinen Anwalt töten? Also ich, langsam finde ich das hier, bin ich vielleicht in einer Reality-Show. Also es ist sehr erschreckend, was Sie mir hier auftischen wollen. Ich mag Sie. Ich mag Sie wirklich. Ich winke einmal in die Kamera, die an der Ecke hängt. So von wegen, hey, Reality-Show. Oh, machen Sie sich keine Mühe, die ist aus. Aber sicherlich werden Sie mir das nicht glauben und das ist vernünftig. Er steht auf, dreht sich um, zieht eine Waffe und schießt auf die Kamera. Kein Schalldämpfer. Oh, da drüben ist ja noch einer. Die nehmen es wirklich ernst. Peng! Er steckt die Waffe wieder weg. Die hat mir meine Handschellen abgenommen? Ja, aber nicht deine Fußfesseln. Ah, ich hatte das befürchtet. Und ich sag mal, die Tür sieht eher stabil aus. Das heißt ja nicht, dass ich die nicht umbringen kann. Ach so, na das stimmt ja erstmal. Außer natürlich die Tatsache, dass es Nahkampf wäre und wir wissen alle, was dann passiert. Ja, eben. Fang. Aha. Ich muss ihm ja nur die Waffe abnehmen, dann kann ich ihn erschießen. Das ist nicht ganz falsch. Möchten Sie irgendwas? Was zu essen, noch was anderes zu trinken? Ein Schnaps? Bier? Eine 1,80 Meter große Blondine? Doppel D. Ich werde mal sehen, was ich tun lasse. Ich werde sie jetzt hier erst noch mal ein bisschen überlegen lassen. Ich lass ihn das Bildmaterial sehr gern da. Und
Ja, danke. So, also da sind sie an der Wand, wird es jetzt dran projiziert. Ich habe ihnen auch die, ich gebe ihnen Kamerabilder von unserem Parkplatz. Das wird sie verwirren, sicherlich wird bald jemand eintreffen. Und das dann, was daneben ist, das ist, das wird ein anderes Kamerabild. Lassen Sie sich einfach überraschen. Bis später dann, ne? Ihr geht raus. Und verschließt die Tür. Jojo! Yep. Ich fahr zurück. Moment, wie war das übliche Vorgehen dabei? Rufen die da irgendwen an oder fahren die einfach nur hin? Das ist ein bisschen von Fall zu Fall. Man muss ja erstmal Informationen zusammentragen. Stimmt, man musste erstmal die Dinger abklappern. Ne? Wer war denn dafür zuständig? Ja, du fährst erstmal hin und teilst das irgendjemand ja, mit. Ja, klar. So, dann, wenn du ankommst, kommt dir erstmal Elder entgegen. Der Frischling wurde einkassiert. Ja, ich weiß, er hat mir eine Nachricht geschickt. Deswegen bin ich hier. Wieso hat er dir eine Nachricht schreiben können? Keine Ahnung. Kann sie das sehen, wo die herkommt? Dass sie von seiner Datenbuchse kommt? Ich denke nicht. Ich habe keine Ahnung, wie der mir eine Nachricht geschickt hat. Aber er hat es gemacht. Ist auf jeden Fall nicht über seine Comlink-Nummer gelaufen. Na, dann gehen wir mal davon aus, dass auf jeden Fall die davon wissen und erstmal dein Comlink resettest. Schon gemacht. Achso, okay, gut. So, ich bin gerade noch dabei zu gucken, wo wir genau hingebracht haben. Hat er irgendwas Gravierendes in letzter Zeit? Granate. Naja, die eine Geschichte, aber ansonsten nichts, von dem ich wüsste. Ja, diese eine Geschichte reicht aber, dass man ihn massentauglich hinrichtet. Innerhalb von 5 Stunden. Ja, aber... Dann hätten die den doch anders einkassiert. Das stimmt. Das hätte man geswattet. Na gut, willst du hinfahren oder fährt da jemand anders? Also ich meine, der dann reingeht und mal nachfragt, was da abgeht und so ein Shit. Nee, das kann ich schon machen. Okay. Jo. Weißt du jetzt schon, wo das ist oder nicht? Noch nicht. Er guckt ja noch. Okay. Ich würde nicht Vlad rausklingeln übrigens und Konstantin auch nicht. Hatte ich auch erstmal nicht vor. Naja, aber ich meine, du wirst ja irgendjemand mitnehmen müssen. Wer ist noch wach? Keine Ahnung, Alter. Die geht mal gucken, wenn noch wach ist. Er würfelt's gerade aus, deswegen brauche ich so lange. Nein, ich gucke nach, welche Gänger es gibt. An wen kann ich einen Haken machen? Oder was? Makar, Philipp. Felix. Paulina. Timbo. Nein, Lars, sonst muss ich lachen. Also, nee, und Furio, aber das zählt vermutlich nicht. Nee, Paulina kann mitkommen, die ist, glaube ich, für sowas immer ganz gut. Du willst ja nicht nur eine mitnehmen. Ja, aber, ne? Ist der Professor noch wach? Nee. Okay. Ich meine, zur Not kannst du die Leute ja auch wecken. Ja. Nee, kann Paulina mitnehmen. Ich glaube, Noron ist noch ganz praktisch. Der ist ein bisschen ruhiger und... Da muss ja doch jemanden wecken. Achso, ich dachte, der wäre noch wach.
Nee, Felix. Ach so. Ja, ich glaube, die beiden Alten sind nicht... Die sind wahrscheinlich schon besoffen. Nö, es geht. Okay. Naja, reicht ja. Da muss ja eigentlich immer kein Großaufgebot hin. Also, Paulina, und was hast du jetzt noch gesagt? Na, dadurch, dass nicht nur einer mit sollte, Paulina, wahrscheinlich, na gut, wenn Felix noch wach ist, Felix und die beiden Alten, das reicht ja. Sehr gut. Ja, ihr macht euch auf dem, macht euch raus, packt ein bisschen Krams zusammen, dann kriegt ihr die Nachricht von Elda. Liegt jetzt nicht unbedingt in Juschneuer. Okay. Könnte eher in Sokol sein. Oder lass mich das lieber nochmal recherchieren, ob ich da gerade... Nee, habe ich umentschieden. Das ist in Juschneue im Süden, in dem Uni-Bezirk. Im Uni-Bezirk? Also schon auch besseres C. Dann können nur die, die ein anständiges Sinn haben. Da müssten da aber eigentlich alle haben. Nicht, ne? Nicht auf dem Campus, sondern im Uni. Das ist der Großraum-Uni. Da, okay. Da schließt sich ja immer noch so viel an, weißt du? Die ganze, ja. Die ganze Uni-Infrastruktur. Ja, aber dann hängt man da ja trotzdem nicht so... Ja, die meisten von euch werden ja anständiges Sinn haben, weil... Ja. Ne? Naja, dann müssen wir halt dahin, aber ein bisschen mehr, ein bisschen leckerer so. See. Wenn es nicht unser Gebiet ist. Das sowieso nicht. Ja. Fahrt also mit Motorrädern, wovon eins, was war's, Happy Tree Fans drauf hat, die andere nackte Frauen verspeisende Dämonen oder eine Männer verspeisende Dämonin, fahrt da hin und seid ein bisschen leiser. Nö, Jojo geht schon mal rein und fragt mal nach. Nein, ich meine, ist ja egal. So, pass auf, ihr kommt du da Du weißt, an. Was ich meine. Die Kamera zeigt natürlich jetzt Leute, die ankommen und natürlich zeigt die so ein kleines Smartlink, das so mal kurz die Leute abtastet. So, Jojo, da ist eine Polizeiwache. Ja, sie weiß ja, mit welcher Sim Carbon üblicherweise unterwegs ist. Er hat ja jetzt, die Auswahl wurde stark eingeschränkt. Genau, Efremov war das, ne? Jo. Dann geht sie rein. Also das ist ja jetzt eher eine universitäre Polizeistation, das heißt, die ist natürlich eigentlich eher ausgelegt auf so leisurere Sachen. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Inwiefern? Eigentlich nicht. Ach so, okay, dann ist gut. Na, das Gebiet ist allgemein, da passiert nicht so viel Shit. Die sind nicht gewöhnt, mit Sturmpanzerplatte rauszurennen und um sich schießen zu müssen. Ja, deswegen ist Jojo auch verhältnismäßig entspannt, wenn sie da reingeht. Sie wundert sich zwar ein bisschen, das ist ein bisschen merkwürdig, aber sie ist einigermaßen entspannt. Habe ich ja jetzt auch gar nicht criticized. Okay. Ja, dann geht sie rein und geht zum Schalter. Einen wunderschönen guten Abend, was kann ich für Sie tun? Einen schönen guten Abend. Ist das richtig, dass Herr Efremov hier ist? Efremov, nein. Das ist merkwürdig, denn mir wurde zugetragen, dass er sich hier befindet. Da muss ein Irrtum vorliegen. Können Sie mir vielleicht den vollen Namen nennen, Frau? Wie war nochmal sein... Mika, ne? Mikael. Ja. Mikael Efremov. Eine Sekunde. Nein. Das ist merkwürdig. Vielleicht kennen Sie ihn unter anderem Namen. Also wir haben hier einen jungen Mann, der in der Ausnüchterungszelle liegt. Ich kann Ihnen natürlich jetzt keine genauen Angaben machen. Ich könnte Ihnen halt sagen, dass er morgen früh dann, denke ich, wieder aus dem Arrest kommt. Na gut, dann werde ich wohl warten müssen. Aber ich danke Ihnen. Ich verstehe, also ja. Für die Auskunft. Ich denke nicht, dass es sich da lohnt zu warten. Wir haben jetzt ja auch nicht wirklich die geeigneten Sitzmöglichkeiten und so weiter. Na, ich denke schon, dass das funktioniert. Es sollte ja nicht lange dauern. Ich
Ja, bei dem jungen Mann liegt es die ganze Nacht da und es ist eine Ausnüchterungszelle. Das mag sein, aber Sie sagten gerade, dann müsste ich ihn unter einem anderen Namen kennen. Ich kenne keinen anderen Namen. Wenn Sie keinen anderen Namen kennen, dann ist der Herr Efremov nicht hier. Verstehen Sie? Könnte es vielleicht sein, dass Sie einen Fehler bei der Aufnahmeprozedur gemacht haben und dass er sich doch hier befindet? Das möchte ich mir doch verbieten. Nein, tatsächlich nicht. Entschuldigung, es war nur eine Frage. Ich verstehe, wenn Angehörige irgendwie verhaftet werden, dass das natürlich, oder dass sie den Verdacht haben, dass er vielleicht hier sein könnte. Sehr schwierig für Sie ist, junge Frau, aber ich kann Ihnen versichern, dass hier kein Herr Efremov ist. Nun gut, ich denke, dabei handelt es sich sicherlich um meinen Irrtum. Ich erkundige mich dann später nochmal. Dankeschön. Sie geht raus. Du machst jetzt Menschenkenntnis. Geil. Alles klar. Na Juti, also, du gehst raus und hinter dir geht beanzugter Mann mit so einer dickbusigen Blonden vorbei. Das Ding ist, es ist ganz offensichtlich, dass dieser Herr, ich sag mal, es gibt ja noch so Leute, die ein bisschen Lobbyarbeit bei der Polizei machen müssen. Das kommt ja häufig mal vor. Auch die brauchen ja Ausrüstung und so ein Shit. Das ist bestimmt jemand, der jetzt dem Chef, der dort ist, für die Lobbyarbeit eine schöne, runde Frau vorbeibringt. Kaban! Mhm. Der Typ kommt rein, hat eine dickbusige Blonde dabei. Ich hab gesehen, dass Jojo da drin ist, reingegangen ist, ne? Na, sichi. Wie weit war der Eingang von der Lobby weg? Also meine Zelle? 3 Minuten. 3 Minuten? Wie groß ist denn das Gebäude? Na, ich sag mal, du musst ja mit einem Aufzug fahren. Ah, okay. Treppen wären bestimmt kürzer. Ja gut, das reicht mir ja als Aussage, dass ich da nicht rüber... Aber die Treppen sind halt meistens so Nottreppen, wo dann auch ein Alarm ist und so ein Shit, ne? Ja, nee, ich dachte eigentlich eher, dass ich rüber rufen kann oder... Nee, das du bist auch schon in einer eher wirktschallisolierterer. Ja, das habe ich mir dann schon gedacht. Dass ich auch, wenn ich mit Fahrstuhl fahre, dann habe ich eh keine Chance. Ja. Jetzt kommt mit der Alten rein. Das Zielkreuz, so. War das auf Jojo? Auf jeden Mal. Nur mal jeden kurz angucken quasi, links, rechts. Okay. Ist das nach Ihrem Geschmack? Beschreib's mal. Dickbusig, blond, minimal aufgespritzte Lippen, aber tatsächlich nur, also nicht ganz so überheftig. Sieht ein bisschen verlebt aus, aber sie kann es noch ziemlich gut überdecken. Ist ungefähr dein Alter, aber damit meine ich absolut, also nicht umgerechnet auf Ork, die ist jetzt nicht so alt, sondern so Ende 20 vermutlich, Anfang 30. Die kann sehr gut auf ihren High Heels laufen. Also das hat sie bestimmt geübt und beherrscht es. Das hat sie vermutlich auf 6 oder 5 oder 4. 4 vermutlich. Und hat einiges an Zierat um Hals und an Ohren. Sowie um Handgelenke. Hat sie ein offensichtliches Comic oder sowas? Nee. Warte. Ärgerlich. Was denn nun? Ja, das, die gute Dame sieht sehr gut aus. Hallo. Ich begrüße Sie also mit Abschlag. Ja, die gibt die damenhaft die Hand. Na, dann möchte ich sie doch mal beide allein lassen. Na, das war sehr freundlich von Ihnen. Ja, dann geht er raus. Na, super. Es kommt ein bisschen drauf an, worauf du Bock hast, sag ich mal. Ich werde festgehalten und ich habe Zeit. Mir ist langweilig. Ist aber, die könnte schon bezahlt worden sein, also. Ja, eben. Das war auch seine Intention, so, ey. Also, das wenn die mich schon in der Situation einen hochkriegt, das ist echte. Ey, ganz ehrlich, er hat nichts zu tun, ihm ist langweilig, er muss sich ablenken, dass seine Freunde gleich eventuell erschossen werden. Genau deswegen denke ich ja, dass die Erektion eher schwer fällt. Das ist ja egal, sie kann ihn ja trotzdem verwöhnen.
Das kann sie machen, das stimmt. So, dann lass ich sie einfach... Ja, nichts draus, kann ja jedem mal passieren. Ja, ey, ganz ehrlich, seine Gedanken, sein Blick wandert auch immer öfter mal wieder zu den Bildschirmen halt. Das fucking ist halt so. Pervert! Ja, genau. Weißt du, wenn es schon so weit ist, dass wir so weit von den Medien in Beschlag genommen sind, dass wenn wir irgendwie einen geblasen kriegen oder so, oder einen Handjob, dass wir dann trotzdem auf die Glotze gucken. Das ist halt ein echtes Problem. Ja, oder wie ein Bekannter sagte, als er seine Freundin, also seine Wochenendbekannte gebügelt hat, sagte sie ihm irgendwann mal, oh, das Buch habe ich auch im Regal. Das war nicht so schön für ihn. Also währenddessen. Sie hat doch die Genfer Konvention offensichtlich nicht gelesen. Das ist doch verboten seit dem Ersten Weltkrieg. Ja, es war ein sehr witziger Moment. Anscheinend. Der arme Junge, ey. Naja, auf jeden Fall. Ja, schöne die Grüße ist dann fertig, der kommt dann, der lässt dir dann noch 6 Minuten Zeit oder so, damit du dich wieder richten kannst, dann kommt er rein. Das hat hoffentlich ein bisschen länger gedauert, weil A habe ich ja sowieso. Nein, 6 Minuten, nachdem sie dann irgendwann wieder rausgeht. Die kann noch nicht gehen. Die bleibt den ganzen Abend. Ja, warte mal, das denke ich nicht. Das habe ich hier, sag ich hier dann so, du bleibst heute Nacht hier. Nee, du, lass mal. Nö, das war schon so abgemacht. Sie geht. Hey! Dann, 6 Minuten später, kommt er wieder rein. Übrigens, das ist Martling. Sie sind nicht blond. Das stimmt, das ist einer meiner... Eine der Vielzahl der Merkel, die ich so meine eigene nenne. Na dann, schicken Sie sich wieder rein. Sie sind wirklich ein gieriger junger Mann, das muss man schon sagen. Ein Junge, tut mir leid, kann man jetzt auch nicht mehr so sagen. Mann in seinen besten Jahren, ja. Wie Sie sehen, ich möchte Sie gar nicht die ganze Zeit nur unter Druck setzen, ich möchte Ihnen auch Belohnung geben. Belohnung schön. Und ich möchte Ihnen die schönen Seiten zeigen, die Sie erleben könnten. Mir wird hier schon wieder langweilig. Also, Sie können mich auch wegen meiner Frieden lassen. Das könnte ich mir überlegen, aber ich denke nicht, dass ich mein Anliegen klar gemacht habe. Na doch schon. Aber ich denke, ich habe meine Position auch klar gemacht. Das denke ich nämlich nicht so richtig. Also. Wie Sie sehen, es gibt schöne Seiten im Leben. Das ist schön. Natürlich auch schlechte Seiten. Die schlechten Seiten sind, wir könnten jeden, der da draußen ist, einfach töten. Das ist aber sehr unhöflich von Ihnen. In der Tat. Und das zählt man doch quasi unter Polizeigewalt, nicht wahr? Natürlich. Es ist wirklich unglaublich, dass es immer wieder dazu kommen muss. Er zieht seinen Sakko aus, er zieht sein Hemd aus, er entbindet sich die Krawatte. Ey. Und das die Kleine war echt, okay, aber das ist nicht in Ordnung. Das sind echt viele Tattoos. Ich sag mal... der muss schon ein bisschen länger dabei sein, weil das sind echt viele. Hast du Worry-Wissen? Scheiße, nein. Ich hab's. Sehr gut. Du bist aber nicht da. So, glücklicherweise. Also der Körper, der ist halt echt ganz schön full. Wie Sie sehen, sprechen Sie mit jemandem, der eine etwas bessere Position bekleidet. Es ist uns also wichtig. Und die Frage ist auch, die Sie sich natürlich stellen müssen, wenn wir jetzt mit diesen beiden anderen, diesem langhaarigen Typen, da tut mir leid, bei Männern kann ich das einfach nicht ertragen, und dieser Fetten da rede, meinen Sie, die wären weniger gewillt als Sie, ihr Leben zu retten? Moment mal, wen meint er mit Fett und wen meint er mit... Vermutlich meint er Furio und Anna, deine Prospect-Freunde. Ah, okay. Wenn Sie Geschäfte mit meinem Motorclub machen wollen, dann sollten Sie vielleicht an der Geschäftsführung dran treten. Nun gut. Nun gut. Was wollen Sie denn sonst von mir? Ich möchte, dass Sie sich einen von denen da draußen aussuchen.
Und jetzt? Also ich hab auch keinen gezeigt, aber ne, und jetzt? Sie kleiner Schlinge, jetzt teilen Sie mir mit, wen Sie sich ausgesucht haben. Nö. Hm. Na gut, dann werde ich mir jetzt jemanden aussuchen. Ich hab vergessen, vorher die Regeln zu erklären, ich bin so ein Idiot. Entschuldigen Sie. Sie suchen sich jemanden aus, der definitiv nicht stirbt. Ich suche mir jemanden aus, der definitiv stirbt, okay? So, wenn wir beide den gleichen haben... Oh, wir sollten es auf lose schreiben und gleichzeitig sagen. Ah, nein, wir sollten es einfach gleichzeitig sagen, das ist am einfachsten. Wenn es der gleiche ist, dann habe ich Pech gehabt und wir spielen in einer halben Stunde nochmal. Was halten Sie davon? Ich halte davon viel, dass Sie mich jetzt einfach gehen lassen. Ich habe dich gerade nicht verstanden, tut mir leid. Dass Sie mich jetzt einfach gehen lassen. Finde ich viel besser. Okay, auf drei. Wenn Sie keinen nennen, ist natürlich doof gelaufen, ne? Eins... Zwei. Ich werde mich ich mache mich halt sprungbereit. Und der Alte da. Sie hat mir gar nichts gesagt. Wagen Sie es nicht. Wir kommen der Sache näher. Das Smartlink richtet sich jetzt auf Makar. Das sollten Sie lassen. Sehen Sie? Endlich, Gott sei Dank, wie ich mich hier abmühe. Du siehst, dass bisher dass die Waffe noch nicht geladen war. Du siehst, dass das Smartling zeigt, dass jetzt 6 Schuss drin sind. Und dass sie entsichert ist. Sehen Sie, was wollen Sie von mir? Es schon schmerzt, wenn nur einer von Ihnen stirbt. Sie alle werden sterben. Der Einzige, der überleben könnte, sind vielleicht Sie. Was wollen Sie? Und es ist irrelevant, ob es heute... Nein, das ist wichtig. Was wollen Sie? Ob es in 3 Monaten passiert, aber dann auf einen Streich. Was wollen Sie? Das habe ich Ihnen gesagt. Wir würden Sie gerne an unserer Seite wissen. Schön, was soll ich für Sie tun? Wir brauchen Informationen. Mhm. Das wäre der erste Schritt, bis die Sache vorbei ist. Wenn Yegor erstmal von dieser Erde getilgt worden ist, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn sie auch so einfach für uns arbeiten würden. Handfeste Arbeiten, verwalterische Arbeiten, je nachdem, wofür sie geeignet sind, wo sie sich sehen würden. Gut, kann ich jetzt gehen? Wenn ich dem zustimme? Ich meine, darüber könnte sich reden lassen, ja. Gut, dann lassen Sie mich jetzt gehen. Bitte, so eine einfache, ich gebe mir so viel Mühe und so eine einfache Zustimmung mal eben flugs, das hat doch überhaupt keinen Wert, nein, so können wir das nicht machen. Wir könnten das Ganze natürlich besiegeln. Wie sie so schön sagt, ich bin ein alter Ork, ich habe nicht mehr so lange zu leben, also, ich habe keine Zeit für sowas. Die Zeit sollten sie sich nehmen, denn das bisschen Lebenszeit, das sie noch haben, die 15, 20 Jahre oder so, 30 vielleicht, ich hoffe für sie sind 30, vielleicht 40, naja, wir wollen mal nicht zu weit voraus aufwägen, ist ja auch egal. Könnten sie natürlich drastisch abkürzen, wenn sie jetzt einfach gehen, dann müsste ich das Ganze ja sehen als, der hat nicht zugestimmt und wie gesagt, die werden alle sterben. Also, wir könnten das Ganze besiegeln. Mhm, und wie? Nun, sie unterschreiben natürlich mit ihrem Blut. Gottes Willen. Nein, wir müssten beide ein Tröpfchen eines edlen Gesöffes schlucken. Was ist das für ein Getränk? Etwas, das ihren und meinen Willen zu unserem Wort zu stehen besiegelt. Ansonsten passiert was? Oh, derjenige, der das nicht tut, stirbt. Wenn ihr Wort ist, dass sie jedes Mitglied des Clubs am Leben lassen? Nein, sie verstehen immer noch nicht. Alle werden sterben. Es geht hier um ihr Leben, nur um sie. Nur um sie. Das heißt also, sie haben keine Verhandlungsbasis, das ist interessant. Wenn sie ihr Leben nicht als Verhandlungsbasis sehen, dann haben sie recht. Sehen Sie, dann können Sie mich auch gehen lassen.
Ich meine, die drei da hinten sind dann sowieso tot, also... Puff. Fünf. Ja, fünf. Also, kann ich jetzt gehen? Sie haben eigentlich recht, ich habe keine Verhandlungsbasis. Makar wird in den Kopf geschossen, sein Kopf platzt, die anderen springen weg. Okay, ich spring los und versuche ihn zu schlagen. Na dann würfel doch mal. Minus 4. Er hat trotzdem eine Chance, es ist kein Hacker. Richtig. Ja, warte doch mal, du hast minus 4. Ich will mal sehen, wie du eine Chance hast. Ich habe einen Erfolg. Nein. Er springt weg. Ich springe daher. Ja, warte mal. Du hast angefangen, er hat ausgewichen, er hat eine Handlung, er geht raus. Ja, dann, also, er muss sich aus meinem Nahkampf lösen, um rauszugehen. Er muss eine Tür öffnen und so weiter und so fort. Dann gehe ich mal mit raus. Die Tür wird für ihn geöffnet, Alter. Steht jemand dahinter? Ja, ich versuche mich da durchzudrängen. Nein. Doch. Du hast Fußfesseln, Daddy, Alter. Wie willst du das machen? Willst du ihm hinterher hüpfen, zweibeinig? Ja. Und wenn ich dann einen Arm oder eine Hand zwischenkriege, dann ist da eine Hand zwischen. Ja, und wenn dann zugeschlagen wird? Das wird einfach zeitlich nicht hinkommen. Das tut mir leid, da müssen wir nicht mal was würfeln. Du hüpfst halt zweibeinig dahin. Während du vorher über den Tisch gelangt hast und versuchst, ihn zu greifen und ihm zu zertrümmern. Ich sagte vorher, dass ich mich bereit mache, ihm anzuspringen. Also sprich, ja, aber du müsstest ja trotzdem über den Tisch springen oder so. Also das funktioniert alles nicht. Du hast halt gefesselte Beine. Und du bist ja keine Raupe, die das gewöhnt ist. Ja, gut. Jojo. Ja. Was machst denn du eigentlich so, wenn mit der Information, die du erhalten hast? Neben mir platzt gerade ein Kopf. Nein. Ich meine die Information, dass da kein Herr F da ist. Elder noch mal kurz anklingeln. Jo. Sag mal, bist du dir sicher? Jo. Okay, weil die Bullen der festen Überzeugung sind, dass sie keinen haben und der Typ wirkte jetzt nicht so direkt, keine Ahnung. Also entweder er ist gut oder... Jo. Also bist du sicher? Jo. Alles klar. 100. Sogar 200. Okay. Kannst du sehen? Nee, du kannst nicht, du weißt nicht, wen die da im System haben, oder? Ich sag mal, dort ist, könnte ich zur Not, aber ich weiß nicht. Na, jetzt erstmal lohnt es sich noch nicht, aber es ist ein bisschen merkwürdig. Meinst du? Die wollen doch immer nicht, dass wir wissen, dass sie wirklich da sind. Ja, eben, aber naja, gut, egal. Wenn sollte sich jetzt in den nächsten 2-3 Stunden nichts tun, melde ich mich nochmal. Ja, na klar. Okay. Naja, dann warten wir jetzt erstmal ab. Die brauchen ja meistens ein bisschen. Ja. Kavan, was geht bei dir? Die Bildschirme sind übrigens alle aus. Die wären jetzt auch kaputt. Okay. Kann ich mir aus einer Scherbe von so einem Bildschirm ein Messer basteln, also so eine Klinge? Es ist mir egal, wenn sie mir ins eigene Handfleisch schneidet. Nehme ich mir vielleicht vom Bett oder so einen Laken, um das rumzuwickeln. So eine Scherbe ist, die Bildschirme sind ja nicht mehr direkt so aus festem, krassen Glas wie heute, weißt du? Ja, es reicht mir ja irgendwas Spitzes, was schneidet. So das typische, ich bin im Gefängnis, ich baue mir eine Stichwaffe.
Tja, hätte man jetzt mal eine Zahnbürste. Ich denke, da würde es eher sinnvoll sein, deinen Stuhl zu zerhacken und sich daraus was zu bauen. Plastik ist dann immer noch, kannst du ja auch, wenn du es ordentlich abbrichst, ist es ja auch spitz. So eine Röhre ist da eigentlich ganz gut. Ja, läuft. Das wird gebaut. Nice. Dauert ja ein bisschen. Genau. Und dann positioniere ich mich an der Tür und sobald die Tür auf ist, kriegt der Erste, der da reinkommt, das Ding in den Hals. Gegen oder in? In den Hals. Okay. Dafür habe ich ja eine Röhre, damit das schön das Blut zurückkommt. Das gefällt mir. Das ist dann, da stehst du so rein, da kommt hinten so ein... Schön. Jojo. Das ist so, keine Ahnung, eine Dreiviertelstunde vielleicht. Ja, wie gesagt, ein bisschen warte ich irgendwie. Und wenn sich gar nichts tut, dann gehe ich nochmal rein und frag nochmal nach dem Typen, der in der Ausnüchterungszelle ist, ob er das vielleicht doch ist, nur irgendwie einen falschen Namen angegeben hat oder so. Das tut mir leid, aber ich meine, wenn sie mir nicht den Namen nennen und nicht ein Verwandter sind, kann ich die da, also das kann ich ihnen darüber eigentlich keine Informationen geben. Naja, aber wenn er dann tatsächlich so betrunken war und dann vielleicht doch, kann ich wenigstens gucken, ob er das ist. Bitte? Sehr ungern. Naja, aber... Muss ich mir jetzt wirklich die ganze Zeit Sorgen machen oder noch weitersuchen, anstatt einmal, vielleicht ist er das ja und dann bleibt er da und dann ist alles gut. Ich weiß nicht, das wäre sehr viel guter Wille von mir verlangt. Wussten Sie schon, dass Sie für unsere Filiale oder für unsere Zweigstelle hier viel eher Filiale, jetzt rede ich auch schon wie die, furchtbar, etwas spenden können? Für die Anschaffung neuen Mobiliars zum Teil, die Kaffeemaschine müsste längst mal wieder repariert werden und so weiter. Wenn Sie guten Willen zeigen, wäre ich natürlich auch bereit, ein bisschen guten Willen zu zeigen, muss ich sagen. Aber selbstverständlich. Wie viel guten Willen zeigst du ihm denn? Was sind denn da so übliche Bestechungssummen? Keine Ahnung, dort vielleicht ein bisschen mehr als beim normalen Kopf, aber du willst nur so einen Typen sehen, der in der Ausnüchterungszelle ist, also... Ein Siebtscher? Ein Achtscher? Huni? Ja, ein Huni, denke ich mal. Ein Huni, das ist schon okay. Ja. Vielen Dank. Ich finde es gut, wenn es noch Leute gibt, die quasi uns auch, die uns sehen als ihren Freund, als ihren Helfer, den man auch mal unterstützen kann. So, eine Sekunde. Da ist er. Er blendet dir ein Bild ein von irgend so einem vollkurzen Studenten. Wo liegen denn solche Ausnüchterungszellen üblicherweise? Liegen die beim normalen Zellentrakt? Boah, Alter, da sind Sachen, die ich natürlich weiß und ich beantworte sie mit Ja. Sie nickt. Moment, da sind überall Kameras, ne? Fuck yeah. Na scheiße, dann kann sie da nicht rein. Nachzugucken. Das ist er nicht. Sind Sie sicher, dass sonst niemand hier ist? Absolut. Lügt er? Sieht sie irgendein Anzeichen von Lüge bei ihm? Na, warte mal. Willenskraft und überreden. Das darf nicht wahr sein. Der junge Mann macht sich langsam Sorgen darüber hin, ob du nicht ein bisschen bescheuert bist. Sie geht erstmal wieder raus. Unzufrieden. Draußen. Paulina. Jojo. Die Blonde dort draußen, die gerade sich verpisst. Ist das nicht eine der Nutten von... Wie heißt denn der Typ, mit dem du da zu tun hast bei der Worry? Nee, ich glaube das ja nicht. Mit wem hat denn die Worry zu tun, außer mit Fedor? Na, mit Fedor. Jojo,
Macht man ein Bild von der? Hm. Schickt Fedor eine Nachricht? Hm. Und fragt ihn, ob das einer von seinen Mädels ist. Antwort: sofort in Gewahrsam nehmen. Okay, das Mädel kassieren wir jetzt ein. Ja. Wir folgen der jetzt und dann müssen wir die einkassieren. Okay, ich mach das mit Felix. 10 Minuten später. Okay. Check. Dann, na gut, wobei das scheint jetzt ein Gespräch zu sein, was irgendwie, was er nicht unbedingt am Comlink führen will, nehme ich mal an. Man kann ja drum herum reden. Ja. Na, dann ruft sie ihn jetzt an. Ja. Hi. Tut mir echt leid, ich hätte, ich dachte, das war abgesprochen, aber das dumme Kind hat mir natürlich erzählt, es wäre mit der Mutter abgesprochen, ne? Und der hat sie erzählt, es wäre mit mir abgesprochen, du weißt, wie es ist. Ich würde sie gleich abholen. Alles klar. Gib einfach mal Adresse. Die gibt die Adresse. 3 Minuten. Ich meine, also, ja, 3 Minuten fahre ich los. Okay. Ich gebe dir nochmal eine Nachricht, wenn ich da bin. Hm. Piep. 3 Minuten später. Kriege ich eine Nachricht von Polly da. Die wurde jetzt abgeholt. Okay. Jojo schickt ihm trotzdem noch eine Nachricht, ob er irgendwie noch ein paar Minuten Zeit hat. Die Antwort lautet nie. Das ist schlecht. Der Nachsatz, es wäre wichtig, bringt wahrscheinlich auch nicht viel, ne? Na, dann kommt der, dann kommt die Antwort, das können wir gerne nachholen. Na, wenn es wichtig ist, dann wird er ja nicht sagen nein, aber naja. Halt nicht jetzt. Naja. Dann wartet sie. Sehr gut. Kaban! Mhm. Die Tür öffnet sich. Kommt da jemand durch, dann kriegt er das Ding ins Hals. Kommt aber niemand durch. Dann warte ich hinter der Tür. Versteck das, also ne, halt das, wenn das ein bisschen länger dauert, dann versuche ich das Ding zu verstecken, was ich da gebaut habe. Und guck da einmal raus, mal gucken, wer da steht. Na, also nicht direkt jemand. Aber auch nicht indirekt. Also da steht einfach niemand. Korrekt. Okay, dann gucke ich mal in meinen Kopf raus. Hallo? Na gut. Bitte? Na gut, dann gehe ich mal auf den Weg, den ich gekommen bin, um hier reinzukommen. Sehr nur gut. Rückwärts. Ja, der Fahrstuhl ist jetzt natürlich, aber jetzt, also der reagiert jetzt nicht zwingend. Hm. Fenster gibt's wahrscheinlich auch nicht, ne? Die offen sind. Das ist ein Gefängnis. Nein, sag mal so. Du siehst halt keine Fenster. Ja. Ich hab mir gedacht, na, dann. Ich kenne ja zufälligerweise, weiß ja zufälligerweise, dass die Türen alarmgesichert sind, aber hey,
sind Türen, die kann man öffnen bestimmt. Durch Klinke runter kann man die öffnen. Ja, mach ich. Jojo, Alarm, Alarm, Alarm. Teddy, Alarm. Das ist gut. Ja, ich verstecke das Ding übrigens in meinem Schuh. Das hat letztes Mal auch schon so super geklappt. Und wo versteckst du das? In meinem Schuh. In deinem Schuh? Das war so ein richtig kurzes Ding, ich verstehe. Ja, das sollte einfach nur dazu reichen, dass hast ich das... Hast du nicht immer Stiefel an? Ja, sicher. Dann geht das ja sogar noch. Scheiße. Ja. Und dann gehe ich ganz schuldunbewusst die Treppe runter. Na, warte mal kurz. Du gehst da, also das sind jetzt zwei Etagen, die du runtergehen müsstest. Dann gehst du quasi in den, da stehst du quasi vorm, also Quatsch, im ersten Stock dann vor der anderen Tür ist so ein Wägelchen mit so einer Arbeitsfläche und da ist oben, da ist so dein ganzes Zeug drauf. Mein ganzes Zeug? Naja, ja. Oh, dann nehme ich das doch mit. Ja, nice. Schön noch hier mütlich einpacken. Sicher. Kurz. Jojo-Alarm! Ja, wir können aber jetzt keine Polizeiwache stürmen. Achso, ich wollte nur gucken, vielleicht machst du ja irgendwas. Wenn man oft genug nachfragt, machen Leute manchmal was Dummes. Wir stehen ja nicht direkt davor. Wir gucken natürlich, dass wir irgendwie jetzt nicht direkt im Schussfeld oder in irgendwas anderem sind. Es wird schon einen Grund geben, weshalb die da Alarm haben. Aber direkt machen erstmal können wir ja nichts. Ja, ist ja okay. Wie gesagt, wenn man oft genug nachfragt, irgendwann machen die was Dummes. Ach so, ja, dann wenn das deine Intention war, werden wir das nicht tun. Ach so, na gut. Die anderen sind wieder übrigens wieder da. Ich, so, Daddy. Ich gehe quasi, also wirklich, ich versuche so schuldunbewusst, wie es geht, dieses Gefängnis einfach zu verlassen. Ja gut, unten steht dann ein Bulle an der Kaffeemaschine, die scheint irgendwie nicht ganz zu funktionieren, der haut dagegen. Ah, sie sind's, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ne? Aber nächstes Mal ein bisschen aufpassen. Ja, schönen Tag noch. Jo, dann gehst du vorne am Schalter vorbei. Sie müssten hier aber noch unterschreiben, vielleicht, Herr Efremov, ja? Ja, wofür? Ja, für den Aufenthalt. Achso, jo. Was steht denn da? Das einfach ein leeres Blatt. Also, das ist nicht ganz leer. Obwohl, warte mal. Ist auf jeden Fall ganz leer. Dann klicke ich einmal auf den Stift, sodass ich halt keine Unterschrift leisten kann und schreibe da drauf. Entschuldigen Sie bitte, Sie haben aus Versehen die Bedienung des HR-Stifts ausgeschalten. Sie müssten da nochmal draufdrücken, ja? Ich drücke da zweimal drauf und... Sie müssten nur... Sehen Sie, da steht nur, genauso in derselben Tinte nur, wie Ihre. Nur einmal bitte. Das ist dieselbe Tinte anscheinend. Tinte? Wo leben Sie denn? Es, ja. Es ist ein Pad, Papierpad, das offensichtlich übrigens. Ich gucke ihn einfach ein bisschen irritiert an. Jetzt unterschreiben Sie doch bitte einfach. Da ist ja nichts zu unterschreiben. Entschuldigen Sie mal. Sie ich habe meine Lesebrille nicht auf. Aufenthalt jetzt genehmigen. Ja. Sie haben doch Cyberaugen. Da müssen Sie mal überprüfen. Ich würde Sie einfach bitten, hier, da. Er zeigt einfach mitten auf das scheiß Ding. Na gut. Ich unterschreibe das Ding jetzt mit Michael und dann ist gut. Dankeschön. Dann wirklich noch einen schönen Tag. Haben Sie alles schon? Ah, Sie haben schon alles bekommen. Gut. Ja, prima. Danke. Dann gehe ich da einfach raus. So, und wenn ich dann draußen bin... Übelste Enttäuschung, die leben alle noch. Nee, erstmal. Also die, wenn ich halt, ich gucke erstmal nach hinten, so von wegen so, Alter, was war das denn jetzt? Die können mich doch nicht einfach so gehen lassen, so völlige Irritiertheit. Und dann gucke ich nach vorne und dieser alte Wichser lebt noch. Du dummes Schwein! Nein, der lebt noch? Ich fall dem um den Hals. Also, ne, ich renne auf den zu und fall dem um den Hals. Also mein Popcorn, Frischling. Alter. Das ist mal... Ich drück den.
Ey, lass uns hier bloß verschwinden. Immer eine Schwäche für dich und deine Hauer. Lass uns hier verschwinden und zwar sofort. Was geht denn bei dir jetzt? Können wir das getrennt machen, bitte? Florina, sagt dir was? Können wir jetzt fahren? Sofort? Ja. Wir fahren. Jutilö. Du meinst, also wir sollten Vlad vielleicht doch nochmal aus dem Bett kriegen? Wenn ich in diesem scheiß Ganghaus bin, kommt meine Aufzeichnung auf dem Fernseher. Und ja, unter anderem, wie dieser Typ da erschossen wird. Du müsstest mir nochmal kurz beantworten, welche Aufzeichnung du meinst. Die von meinen Cyberaugen. Ich sagte ja, ich nehme das auf. Das habe ich schon gehört, aber du müsstest mir nochmal kurz erklären, welche Aufzeichnung du meinst. Da das Wi-Fi wieder aus war, kann er mich nicht hacken. Und müsstest mir auch nochmal kurz erklären, welche Aufzeichnung du jetzt meinst. Mein Wi-Fi war aus, der kann mich nicht hacken. Du müsstest mir aber jetzt nochmal ganz kurz erklären, welche Aufzeichnung du meinst. Wieso ist da keine Aufzeichnung? Keine Ahnung, Alter. Aber du hast keine gemacht. Natürlich habe ich eine gemacht. Ich hätte das sogar angesagt. Ja, das weiß ich doch. Ich erkläre Ihnen alles. Also, ne, ich suche da ein paar Minuten lang. Dann sag ich unserem Hacker Bescheid, dass er mal meine Cyberware durchscannen soll. Auf Viren und hast nicht gesehen, weil ich habe eine Aufzeichnung gemacht, die ist nicht da. Mach mal ganz ruhig. Nee, das mache ich ja, aber bleib jetzt mal sitzen, sonst kriege ich das ja gar nicht reingesteckt. Ja, danke. Also, die haben mir vorgegaukelt, die hätten dich erschossen, weil die mich umdrehen wollten, dass ich denen verrate, was Phase ist. Und dann haben sie mich einfach gehen lassen. Ich weiß auch noch nicht, warum. Passt mit euren Comics. Nochmal vom Anfang, bitte. Also, die haben mich eingassiert. Ja. Dann bin ich in diesen blöden, hässlichen Verhörraum geschickt worden. Dann kam dieser Typ mit den ganzen hässlichen Tattoos und hast nicht gesehen. Dazu nochmal genauer. Ich versuche Ihnen die Tattoos zu beschreiben, was ich wahrscheinlich nicht so gut hinkriege. Oh Mann, hättest du mal nicht eine Aufzeichnung machen können, Deli? Fick dich. Naja gut, aber Jojo das müssten die aber eigentlich checken, dass das Warrior-Tattoos sind, oder? Die sind ja recht einzigartig. Ja. Du kannst ja auch einigermaßen zuordnen. Hm. Gut, auf jeden Fall, der Pisser hat mir da ein Tablet hingestellt, wo der Vorhof drin drauf zu sehen war und so wie ihr da steht und wartet. Du mit deinem scheiß Popcorn. Und dann wurde dir einfach der Kopf weggeblasen, als ich ihm sagte, dass ich euch nicht verraten werde. Dabei bin ich doch allergisch gegen Kugeln im Kopf. So, als ich mir dann quasi aus dem Stuhl einen. Ich hole das Scheißding da raus. Ne? Ich hole mir diesen. Während Brücke. Du diese Geschichte übrigens gerade erzählst, ne? Mhm. Du standst ja ewig neben der Tür und hast gewartet. Da ging ja die Tür auf. Ja. Dann bist du ja rausgelaufen. Ja. Da musst du ja irgendwann ganz offensichtlich deine Fußfesseln verloren haben. Offensichtlich. Genau. Alter. Meine Fußfesseln waren auf einmal weg. Ja. Magie sagt. Also, das ist. Nee. Boah. Der Typ hat mich verhext. Der Wichser hat mich verzaubert. Kann man das im Nachhinein feststellen, ob da Illusionsmagie im Spiel war? Doch, den Zauber müsste man noch sehen können, ne? Es sei denn, er hat seine Aura verwischt. Wobei, dann sehe ich bestimmt immer noch, dass da einer war, aber nicht mehr von wem. Ich sag mal so, zeig einfach mal erst Zeugnis. Oha.
gute Mann. Hm. Laut Regeln siehst du übrigens nichts, ne? Jedenfalls nicht bei 3 Erfolgen. Na, ich sag mal, da stimmt doch was nicht. Inwiefern wie bei den Jungs? Anders und doch so gleich. Nee, warte. Anders und doch so gleich. Sie kann aber jetzt nicht sehen, ob das technischer oder magischer Natur war. Oh doch. Also. Technischer Natur ist einfach so gut wie unmöglich. Die technischen Sachen, die gehen könnten, wären natürlich hier die Chips, aber die gehen ja bei Kaba nicht einfach, weil er kein Dings hat. So. Beziehungsweise, weil Elder sehen kann, dass da keine Persona-Fixes liefen auf seinem Sim-Modul. Mhm. Wie hieß dieses Kack-Elfenzeug, die Droge da? Lass. Das könnte es gewesen sein, aber dann hätte er echt wenig Erinnerungen, sag ich mal. Mhm. Aber die wären da laut deiner Tradition scheiße. Was bleibt noch übrig? Wie heißt gleich? Assist? Eher unwahrscheinlich. Braucht er viel länger. Ist tatsächlich so. Und würde man. Die Technologie bewahrt man nicht in so einem Ding dort auf. Ja. Da bleibt echt Magic oder nix. Okay, das heißt, sie kann aber auch keine Reste von irgendwas noch erkennen, irgendwie, weil das ist ja jetzt noch nicht lange her. Ist halt, wenn man verwischt. Ja, aber ist die Frage, ist es dann weg oder kann man dann einfach nur die Signatur nicht mehr erkennen? Weil das ist nämlich immer unklar gewesen. Na, pass auf, hier steht Presence, any astral signature present on the subject und die ist nicht mehr present. Ich würde sagen, ja, man kann sehen, dass da was war, deswegen, weil es einfach relativ powerful war. Stimmt, ich mache nach Power, ja, da war einiges los. Aber auch nicht, welche Zauberart, ist jetzt auch eher unklar. Nee, das ist ja egal, aber sie sieht, dass dann Magier im Spiel war. Das wollte ich wissen. Genau. Carbon rennt übrigens rum und holt erstmal Schnaps. Naja, wenn. Nee, den kriegst du schon von Paulina hingestellt mit dem Schulterklopfer. Ich meine, spätestens wenn sie anfängt zu erscannen, wird sie dir auch sagen, sitzen bleiben. Ich sag mal so, alle gucken sich das mit einer Mischung aus Unbehagen und Interesse an. Ja, irgendwann ist sie auch fertig damit. Ja. Okay, also wer auch immer das war, hatte auf jeden Fall... ein bisschen Sprit im Tank. Der war besoffen? Nee, Mann, nee. Der war richtig stark. Also. Wie Mojo. Stark der war, weiß ich nicht, aber da steckte auf jeden Fall was hinter. Das erklärt auch die Bullen. Boah, fuck. Die haben mich einfach gehen lassen. Einfach stumpf als. Ne, wäre ich der beste Typ überhaupt und okay. Ich sollte dann ein leeres Blatt Papier unterschreiben. Aber, meint Elder, irgendwas muss er jetzt nochmal erklären, Frischling, und zwar ganz den Anfang. Nochmal kurz erzählen. Welchen Anfang? Wo ich festgenommen wurde? Ja, erzähl mal. Da waren 5 Bullen, die haben mich, Da war ein Typ mit Anzug. Schön. Also, aus meiner Sicht, scheiß Magier, liegt gegen dich. Aus meiner Sicht waren da 5 Bullen, die sich mir gezeigt haben und
sich ausgewiesen haben, mehr oder weniger danach irgendwann mich mit einem Schlagstock verprügelt haben, wenn ich nicht, als ich nicht wollte. Hm. Aber hey, ja, sah der okay. Polizist ungefähr, also sah der Typ in Anzug ungefähr so aus, ich beschreibe ihn nochmal grob. Nee. Schön. Habt ihr Fotos von dem Typen? Ja, ja, aber da sieht man noch ein Stück Latexmaske. Aber ich lass schon durchlaufen. Scheiße, Wichser. Hä, aber Moment mal, die Typen, die dort aufpassen, haben abgesagt, Bullen. Ja, wenn er das ein Magier war, dann hat er uns alle packt. Ich hörte, so oft kann er das auch nicht machen. Jojo hat 2 Jahre damit zugebracht, uns zu erklären, dass ein Magier nicht von jedem automatisch die Gedanken mitliest und nicht mit einem Fingerschnippen jedermanns Gedanken kontrolliert. Ich lasse ihn mal antanzen. Nee, aber die können Bilder wie so ein Tridio-Bild quasi erschaffen. Und alle Leute, die das sehen, fallen drauf rein. Wenn ich das richtig hab. Illusionen, ja, das geht. Vielleicht sind wir alle gar nicht hier. Witzig. genau. Nur die Frage, bin ich, bilde ich mir euch ein oder bildest du dir uns ein? Naja. Paulina gibt dir den Nackenklatsche. Hat's geholfen? Danke. Das ist die harte Realität. Dein Schnapsglas ist nur halb so voll wie meins. Weißt du jetzt wieder, dass alles okay ist? Da merkt man den Scheiß, ne? Und Prost, und dann trinke ich das Zeug. Ja. Gut. So, was wollte der jetzt genau von dir, der Typ? Also, wir haben erstmal erläutert, dass wir ja sowieso, die ganze Gang ja sowieso sterben wird, weil wir auf der falschen Seite im Buri-Krieg stehen würden. Und dann wollte er mich, mir anbieten, als einziger überleben zu können. Weil, und ich muss euch dafür verraten, beziehungsweise Informationen, die er haben möchte, dann ihm zu geben. Er wollte mir noch nicht genau sagen, welche Informationen, das habe ich nicht rausgekriegt. Also war das auf jeden Fall nicht Florina. Keine Ahnung. Nee, Florina hätte dir einfach die Eier abgeschnitten und sie dir zu fressen gegeben. Vermutlich. Tatsächlich, keine Ahnung, was der vorhatte, wenn der auf die Art und Weise trickst. Kann ich dir echt nicht sagen, wer das war oder was das war. Aber er wollte auf jeden Fall Informationen haben. Und er wusste verdammt viel. Er hat mir Bilder gezeigt vom Kinderarzt. Da ist Vlad dabei? Dann gucke ich Vlad dabei an. Nee, Vlad ist nicht dabei. Ja, also, aber hm. Jojo geht ihn mal wecken. Aber die Frage ist doch, hat er dir Bilder vom Kinderarzt gezeigt? Oder hat er deinem Gehirn gesagt, zeig ihm Bilder, die er jetzt sich vorstellen könnte. Ich meine, hast du Vlad schon mal vom Kinderarzt gesehen? Du hast ihn dann noch nicht abgeholt. Möglich. Ja, ich habe auch Jojo beim Shoppen gesehen. Siehste, Jojo war noch nie im Leben shoppen. Die nächste Scheiß ja, doch schon. Selbst ist so eine Einbildung. Hast du Jojo mal shoppen gesehen? Dann warst du aber irgendwo falsch. Ich habe sie schon shoppen sehen. Na klar. Hey. Wir sind so miteinander, ja? Mhm. Nee. Guck mich nicht so komisch an. Niemals sollte ein Kerl
sich von einer Frau, egal wem, zum Shoppen mitschleppen lassen, okay? Ja, also, ja, genau. Wir haben da jemanden getroffen, deswegen waren wir da. Und du weißt ja, wie Frauen sind, die müssen einfach mal in den Laden gehen und einfach was kaufen. So, Themawechsel. Sag mal, verwechselst du da gerade deinen Besuch im Evo-Shop? Nein, also, wir haben hier wichtigere Sachen zu erledigen. Jo. Vlad kommt rausgelatscht. Mit einem Seide-Ensemble untenrum. Morgen. Kaffee. Kriegt er. Ich kann dir einen Wodka anbieten. Bist du bescheuert? 10 Liegestütze. Ich krieg Kaffee. Während du mir Kaffee machst. Warum werde ich geweckt? Weil irgendwer den Frischling vorhin einkassiert hat und irgendwie Infos von ihm haben wollte über uns, ihm vorgegaukelt hat, der Typ wäre von Florina, ihn bei den Bullen behalten hat eine ganze Weile lang und das hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass nicht klar ist, was von dem wirklich passiert ist, weil der Typ ihn mit irgendeinem Zauber belegt hat, der verhältnismäßig stark war. Ich merke schon, ich sollte solche Fragen nicht vor dem Kaffee stellen. Ja. Außerdem scheint da noch irgendein Vibe, irgendein Vibe im Spiel zu sein, irgendeine blonde Tuse, die mit Fedor zu tun hat. Hm. Mir war langweilig und er hat mir eine Möglichkeit gegeben, mich abzulenken. Und ich habe mir gedacht, irgendwie muss ich die Zeit umbringen. Ach, die Blonde war bei dir. Warte mal kurz, das ist jetzt so wichtig, Satai. Du wurdest einkassiert und hast dir eine angebotene Nutte genommen. Ist das dein scheiß Ernst? Ich hab denen ja nichts verraten. Das ist irgendwie trotzdem total falsch. Ich hatte eine Zeit lang Ruhepulten. Fällt dir nichts Besseres ein, Alter? Wie nötig hast du es denn? Na gut, zurück zum Punkt. Die war von Fedor. Na, wie sich jetzt herausgestellt hat, wohl schon. Aber da muss wohl irgendwas gelaufen sein, was nicht abgesprochen war. Ich weiß es nicht. Wenn er später nochmal Zeit hat, räumt er mir, also weiß ich nicht, quatsche ich nochmal mit ihm. Abgelehnt. Du nimmst jetzt ein paar Leute mit, inklusive des Frischlings. Dann fährst du direkt zu dem und war das bei dem so lange, bis er dir Rede und Antwort steht. Gut. So eine Scheiße, Alter. Jibbelt nicht! Ist mir ja, ob die nächsten 3 Tage dort sitzt. Der macht die Fresse auf. Und ihr seid die Ersten. Ihr seid sofort da, wenn ihr das macht. Und ihr müsst. Also vor allen Dingen würde Edojo machen. Du musst höflich sein. Und das ist immer noch die scheiß Worry. Aber so eine Kacke. Da hat ja die Transparenz. Will ich da. Vollständige. Und ein Entschuldigungsgeschenkkorb. Gut. Und der Rest von euch, Mann. Puppt sich jetzt ein, wird zum Schmetterling und findet mir diesen hässlichen Spasten da auf dem Bild. Dann bringt ihr den her. Also am besten bringt ihr dann nicht hierher. Von welchem redet der? Von dem der Mage. Leute, ich stimme Ihnen da ja voll und ganz zu, aber seid verdammt vorsichtig, wenn der Typ euch irgendwie nur angucken kann. Maul, Frischling, Alter.
Die machen so eine Kacke nicht zum ersten Mal. Jojo, wie sieht denn das hier mit dem Hüter aus? Wie sieht denn das da mit dem Hüter aus? Der hält noch ein bisschen. Jo. Passt noch ein bisschen. Na gut. Ich hol mal noch so ein Meats-Wiz-Kit. Dass das so nicht leiden kannst, Jojo. Hm. Aber wenn der mir versucht, was zu erklären, weiß ich wenigstens, dass es bescheuert ist. Mir fallen Hermetiker besser. So. Attacke. Ich gebe jetzt Alex Bescheid. Ich muss vermutlich hinfahren dafür. Ach, das. Keine Nachtruhe wegen dem Scheiß, Alter. Entschuldigungsgeschenk, habt ihr das noch auf dem Zettel stehen, ja? Ich order online eine Kiste von seinem Lieblingsbier. Und jeder, der macht auch jeden hier wach, jeder kümmert sich jetzt um die Kacke. Ja. Kurz AFK, zu viel Eistee. Schön. So eine Kacke. So eine Kacke. Ich hab ja nichts gegen Magier, ne? Aber, bah! Scheiß Magier. Oh Mann. Hm. Oh Mann. Das wird kompliziert, glaube ich. Mhm. Und es ist eine sehr schlechte Gelegenheit, gerade irgendwie mal das Maul aufzumachen. Ja, definitiv. Ach übrigens, ich bin schwanger. Mhm. Das würde sie nur dann tun, wenn er jetzt von ihr verlangt, sich direkt in eine Schießerei zu begeben. Dann würde sie vielleicht was sagen, aber so. So ist irgendwie gerade die Gelegenheit ungünstig, möchte ich sagen. Und danach ist Vlad wahrscheinlich sauer, weil sie nichts gesagt hat. Wahrscheinlich. Oder wenn jetzt alle wach gemacht werden, macht der Schwede von seinem eigentlich noch nicht eingeräumten Vetorecht Gebrauch. Möglich. Ihr macht euch bereit. Yep. Karwan kriegt natürlich ein Motorrad für so einen schönen Anlass. Ihr verlasst das Ding und hört noch eine deftige Auseinandersetzung Gandhis und Vlatsch. Oh. Die abrupt quasi auf einen Schlag endet. Wenn mir das erlaubt ist. Die wird gar nichts erlaubt. Ich hab die allerdings gerade zufälligerweise nicht zugehört. Ihr fahrt los. Ah, okay. Gut. Juri, ihr kommt auch an. Jo. Im Neuner. Jadon. Holio. Jesus. Erwartet euch. Ah, na dann. Guten Abend. Meine Schöne und noch eine wunderschöne Frau. Halt's Maul. Oh. So feurig. Wo ist Fedor? Fedor hatte gerade keine Zeit für euch. Dann warten wir, bis er Zeit hat. Natürlich. Darf ich euch nach oben geleiten? Gerne. Ja, der bringt euch dann hoch, dann serviert er euch noch ein bisschen Gebäck. Und Wein. Was auch immer ihr wollt. Jojo hat sich erstmal bei Fedor nicht ein bisschen schick gemacht, sondern trägt einen Kapuzenpulli. Ja, das musste ja jetzt auch alles schnell gehen. Das musste nicht schnell gehen, du kannst anders nicht deinen Bäuch verdecken. Das ist wahr. Wobei. Das musste schnell gehen. Ausrede Nummer 1. Richtig. Das habe ich auch nicht bestritten. Aber ich lege hier die Tatsache auf den Tisch. Das stimmt. Jutti. Und eigentlich war sie auch immer sonst mit normalen Klamotten da, die sie so getragen hat. 2 Stunden, wen hast du eigentlich mitgenommen? Ich bin einfach mal von Polina und Felix irgendwie ausgegangen, weil die sich auch irgendwie, die sehen nicht zu auffällig aus und können sich zurückhalten. Ja. Irgendwann kommt Dorn Juli und nach 2 Stunden Jesus wieder rein. Es tut mir sehr leid, aber Fedore meinte, dass ihr wohl heute kein Glück haben werdet. Dann warten wir so lange, bis es geht. Wie bitte?
Dann ja, warten wir so lange. Wir warten. Ja, aber der meinte, das wird halt sowieso nichts mehr. Also, ihr könnt irgendwann vielleicht übermorgen wieder kommen oder so. Ja, die Ansage ihres Gangbosses war, ihr wartet so lange da, bis ihr da vorgelassen werdet. Warum spricht sie in der dritten Person von sich? Wir warten so lange, bis das geht. Es ist wichtig. Okay. Ich werde es ihm ausrichten. Vermutlich auch für ihn, ja. 5 Stunden später. Ja, Kaban schnarcht. Sehr gut. Der ist gerade eingeschlafen halt. Das ist okay, dann geht gerade dann schwungvoll die Tür auf. Meine Lieben. Na, normalerweise klärt sowas, naja, Jojo alleine, ich weiß nicht, nee, da sollen jetzt wahrscheinlich alle mit, ne? Ich sag mal, wenn man eine Ansage machen will, dass ja, man gefälligst seine Rechte einfordert, macht man das ja immer zu 70. Ja. Ihr könnt nun eintreten, ihr müsst nur einzeln vor die Tür treten, weil es eine kleine Kontrolle gibt. Was müssen wir? Kommt einfach mit. Er führt euch vor Fedros Raum, wo der Dude, einer der Dudes steht, den ihr damals bei Yegor gesehen habt. Ah, na gut. Der euch kurz Matt scannt. Und dann vermutlich Ass scannt. Wobei er bei Jojo kurz stocken wird. Da könnte man ja fast von einer diagnostizierten Krankheit sprechen. Oder von einer Aura mehr als erwartet. Ups. Das Kind hat vermutlich noch keine Aura, aber dennoch, da wird man vermutlich irgendwas sehen. Er wird dann quasi auch nochmal, wenn ihr dann alle einzeln eingetreten seid, zu Fedor gehen, ihm was ins Ohr flüstern, der wird sehr überrascht sein. Dann wird er sich in der Ecke des Raumes platzieren. Ich hab euch doch gesagt, das wird heute nichts mehr. Das ist absolut richtig, aber nach dem, was da heute Abend gelaufen ist, wären ein paar Antworten nicht schlecht. Schieß los. Naja, sie haben, also irgendjemand mit einem magischen Hintergrund, auch der wohl einiges drauf hat, denke ich mal, hat ihn einkassiert. Ein paar Leute mit einem Illusionszauber ihn unter anderem legt, weiß nicht, wobei, nee, Illusionszauber, irgendwas in der Art, vielleicht auch irgendwas anderes. Und hat sich als Florinas Warrior ausgegeben und wollte Infos haben. Über uns. Und dann ist das Mädel, wegen dem ich heute angerufen habe, bei ihm reingeschickt worden. Warum wurde die bei dir reingeschickt? Man hat mir das als Zuckerbrot zur Peitsche versprochen. Hä? Die sollte mich gefügig machen. Indem sie mit mir schläft. Aha. Gut, wenn du antworten willst, stell mir Fragen. Wusstest du was davon? Und wenn ja, was läuft da? Natürlich wusste ich nichts davon. Ich kann dir nicht sagen, was da läuft. Okay. Das heißt, es war wahrscheinlich tatsächlich einer von Florinas Leuten, wobei das nicht ihr Stil ist. Florina gibt dir eine blonde, dickbusige Torte zum Ficken? Was weiß ich? Eigentlich nicht, aber vielleicht ändert sie ihre Strategie, ich weiß es nicht. Ich will nur wissen, wer da Infos von uns haben will. Florina hat keine Strategie, Florina hat nur Schläge. Gut, dann gibt's da wohl offensichtlich noch irgendwen anders. Wenn du uns nichts äußerst Unschönes unterstellen willst, ja. Will ich nicht, deswegen gehe ich davon aus, dass es noch irgendwen anders gibt.
Nur, wenn es da noch einen Spieler gibt, auf den wir aufpassen müssen, müssen wir das wissen. Es gibt niemanden, um den ihr euch Sorgen machen müsst. Naja, also... Offensichtlich ja schon. Genau, offensichtlich schon. Und er wollte explizit, dass ich euch verrate, beziehungsweise uns verrate. Und als Informant diene. Er wollte mir irgendein Serum-Bla-Bündnis anbieten, keine Ahnung. Das mich dazu zwingt. Bist du bereit, dich einer Geistessonne zu unterziehen? Das war das Ding, wo der in meinen Gedanken rumwühlt. Ich sag mal so, wenn du dich nicht wehrst, findet er, was passiert ist. Und wenn er es gefunden hat, kann er sehen, was davon echt ist und was nicht. Wenn wir Glück haben. Wenn du dich wehrst, wird es unangenehm. Okay. Unter der Prämisse, dass er nicht nach meiner Familie fragt. Oder guckt. Und auch nichts, was die Gänge angeht. Alles, was heute war. Okay. Dann geh mal mit dem Mann da rüber in den Raum, wo du gerade warst. Jo, ich geh mit. Hier, die. Du wirst dich niederlassen. Er wird dir einige einleitende Worte mitgeben. Versuch dich zu entspannen. Er wird dir ungefähr eine Vorstellung geben, wie sich das anfühlt. Also wie als würde man quasi dein Kleinhirn in Eis tauchen, dein Großhirn aber in Lava. So, yeah. Das löst sich dann aber auf, das wird dann lauwarm und glibberig, wenn du versuchst, dich zu entspannen. Und du weißt ja, wie einfach das ist, durch was Glibberiges durchzupatschen. Und wenn du deine Gedanken dann, wenn du dich einmal entspannt hast, ein bisschen auf den heutigen Tag lenkst, dann wirst du quasi einfach nur ihm denkend zeigen, was da war, und er muss nichts hervorkramen. Okay. Und dann geht's los. Und ich sag mal, ist ungefähr so, wie er es beschrieben hat. Nur, dass ich nicht glaube, dass man sich besonders gut entspannen kann. Nee, wahrscheinlich nicht. Und ich versuche mich wirklich zu konzentrieren auf diesen Moment, wo die 5 Bullen kommen. Gut. Du hast, das ist quasi wie, die gute alte LSD-Erfahrung. Du hast 5 Bullen und die zerlaufen immer wieder zu einem einzelnen Mann. Und das Polizeiauto zerläuft immer mal wieder zu einem anderen Fahrzeug und solche Dinge. Dir wird klar, dass du keinen Stuhl zerbrochen hast. Yay. Du hast heute keine Sachbeschädigung betrieben. Ja, danke. Naja, ich gehe dann halt so langsam vorwärts. Könnte sein, dass du Dinge erzählt hast. Aber du weißt nicht was. Was für Dinge habe ich erzählt? Du weißt nicht was. Aber ich habe. Aber du weißt bruchstückhaft, dass er sehr unzufrieden war mit deinen Aussagen. Also in der Richtung von, er hätte, du hast nicht das gesagt, was er hören wollte. Also konnte ich die Klappe halten. Entweder das oder du hast ihm Scheiße erzählt. Die Blonde war da, aber die stand nur mal in der Mitte des Raumes und dann ist sie wieder rausgegangen. Nicht schön. Und dann bricht er ziemlich abrupt ab. Das ist quasi unschön. Dann geht er, ohne ein Wort zu sagen, rüber zu Fedor, flüstert ihm was ins Ohr. Dann flüstern und dann tuscheln die so ein bisschen. Dann kichern sie nicht. Und dann stellt er sich wieder in die Ecke des Raumes. Okay. Ich hoffe, das mache ich nie wieder. Ekelhaftes Gefühl. Es
Es gibt nichts, worüber ihr euch Sorgen machen müsst, und wir gehen davon aus, dass ihr jetzt keine Schritte unternehmt, diesen Typen irgendwie zu finden. Was ist da genau passiert? Ich guck zu dem Magier, guck dann Julian. Du kannst davon ausgehen, dass Kaba nichts gesagt oder getan hat, was euch langfristig schaden wird. Ja, jetzt nicht. Und was ist, wenn sowas nochmal passiert? Du kannst weiterhin davon ausgehen, dass wenn man den ganzen Tag über solche Zauber verführt, man eine beträchtliche Menge an Paraphernalia braucht, die man nicht einfach so hat. Vielleicht nicht jetzt, aber vielleicht in 3-4 Wochen. Dann wappnet euch, geht halt nur noch zu zweit raus. Du sagst also, du gibst uns keine Antworten. Es gibt keine Antworten. Ab hier ist das unsere Sache. Kaban, du hast dich gut geschlagen. Danke. Das wäre dann alles. Dann noch einen schönen Abend. Sie geht. Du, ich nick den beiden nochmal zu und dann ab Jojo hinterher. Kurz überlegen. Flat eine Nachricht schicken. Nee, wobei jetzt über das Gespräch informieren, übers Comlink ist scheiße. Wie wär's mit erstmal zurückziehen lassen, naja, die Leute? Das, Ja, das könnte man machen, ja. Ja. Beziehungsweise. Willst du über Vlad die Leute zurückziehen oder willst du die Leute zurückziehen? Na, Vlad hat sie losgeschickt, aber ja, sie ruft erstmal die Leute an und... Das ist die kluge Entscheidung. Ja, sie ruft erstmal die... Oder sagt erstmal den Leuten, die sollen aufhören und... Dann machen die das zum Beispiel auch. Wenn du sagst, du warst es bei Fedor, dann machen die das. Wenn du Vlad anrufst, sagt er, bist du... Ne? Ja. Und dann erstmal zurück. Ja, kommt an. Ist Vlad noch da? Na klar. Beziehungsweise, warte mal. Ah ja, Alex ist rübergekommen. Der perfekte Moment. Das ist der bestimmt. Perfekte Moment. Total. Nee. Aber beide heute da. Ist auch ein Freudentag. Also, Antworten hat er uns nicht gegeben. Er sagte, es gibt nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten und ab jetzt wäre das deren Sache. Ach ja, und wir sollen gefälligst den Typen nicht suchen. Viel mehr habe ich nicht aus dem rausgekriegt. Naja. Die haben halt nochmal nachgeschaut, was ich wirklich verraten habe oder ob ich was verraten habe unter diesem Magier-Scheiß und ist wohl relativ safe, sagt er. Sagen sie. Keine Ahnung, ich kann mich an vieles von dem Scheiß, was ich denke, dass ich mich daran erinnere, nicht richtig erinnern. Haben das jetzt alle, die tot waren, so verstanden, dass dieser hässliche Ficker uns für eine kleine Bitch hält, die man beruhigt und dann abschüttelt? Denn ich verstehe das gerade so.
Es kann sein, dass da jetzt noch eine dritte Partei in Moskau ist. Das war nicht meine Frage. Quasi, ja. Magier sind verdammt gefährlich. Ich weiß nicht, ob wir die Ressourcen dafür haben, die zu stoppen. Darum geht's jetzt erstmal nicht. Na schon, wenn unsere Leute draufgehen, um den zu stoppen, und es bringt alles nichts, das ist ziemlich kacke. Da lasse ich lieber die Profi-Leute über die... Ja, was? Darum geht's doch überhaupt nicht. Der sagt uns nichts. Und er meint, wir sollen uns verpissen. In der Vergangenheit haben wir bei den äußerst selten auftretenden Fällen, die richtig scheiße war, haben wir ein paar Leute zusammen losgeschickt, die sich ergänzen können oder haben uns irgendwie reingeteilt. Aber der hat nie gesagt oder irgendwelche anderen Kontaktpersonen von uns, seitdem die ganze Scheiße mit denen größer läuft. Dass es jetzt deren Sache ist, wenn es unsere Leute betrifft. Wir wissen nicht, was du erzählt hast. Und er schickt uns weg oder euch weg wie eine dreckige Hure. Dem geht's nicht darum, ob wir das gebacken kriegen, den zu ficken. Oder meinst du, ihm ging's darum, als ihr wo auch immer wart, 2 Monate, ob ihr das packt oder nicht? So, Karwan. Ich gehe davon aus, dass du vermutlich wirklich nicht viel erzählt hast. Weil ich jetzt einfach mal vom Besten ausgehe. Da ist heute viel. Aber jetzt haust du dich erstmal hin. Er wartet, bis du raus bist. Ja, ja, das ist, ich guck Jojo noch mal ein bisschen so an, so von wegen so, Alter, das wird verdammt gefährlich. Na, Guck sie nicht so an, die schützt dich nicht vorm Sandmann, komm rüber. Sehr besorgten Blick quasi zu ihr. Ja, ich, nu, komm zu ihm rüber dann. So. Ich bin dafür, wir scheißen auf die Warrior und gucken nach dem Typen und machen das halt ein bisschen so, dass er mitkriegt. Aber das klären wir morgen im Gottesdienst. Ich will nur, dass ihr diesen Punkt durch den Kopf gehen lasst. Außerdem, müssen wir gucken. Fordern. Jo, wir machen das auch morgen in bei mir zu Hause, wir mal dieselbe Absprache führen. Und wir machen nur, wenn Bet übereinstimmt, ziehen wir es durch. Oder? Jo. Gut. Gut. Und Jojo, Krieg mal ein bisschen deine Bitch in den Griff. Nur weil er ein paar nützliche Sachen für uns macht, gilt trotzdem, dass er die Fresse halten kann, wenn es um was geht. Okay? Jo. Gut. So, und dasselbe wie vor 1,5 Jahren im Sommer. Schöne Nachtschichten schieben, Wache. Jojo, du nicht. Du pennst. Am besten ein bisschen mehr als sonst. Und bevor du mich jetzt irgendwas Dummes fragst, ich will meine einzige Magierin wach und fit
wenn ich ihn nachts um 3 rauskriege und nicht sinnlos Wache stehen. Jo. Gut. Jo, dann werden sich alle zerstreuen. Ja, sie, schnappt sich ihren Bruder nochmal kurz. Muss sofort sein, ich wollte mal mit dem Vater das koordinieren. Koordinieren. Genau. Ja, muss jetzt sein. Wegen und auch Aleno. Auch Aleno oder was? Ja. Nein, dann komm. Ja, gib mir die erstmal da irgendwo anders hin. Hm. Nur wegen deiner Koordination. Ich würde mich gerne in der nächsten Zeit zumindest aus den direkten Auseinandersetzungen raushalten. Wie direkt? Alles, was direkt ist oder werden kann. In der Sache alles. Naja. Also so fast alles, ne? Ja. Warum? Weil ich schwanger bin. Du, pass mal auf. Rede doch einfach ordentlich mit dir. Habe ich jemals, wenn jemand wirklich nicht klarkam, gesagt, geht nicht? Meine Fresse, so eine Scheiße brauche ich jetzt nicht. Was? Nee, du hast mich schon verstanden, Mann. Gib mir doch einfach eine Antwort wie ein normaler Mensch und lass uns. Ich bin schwanger. So richtig? Ja. Ohne Scheiß. Ja. Ja, nice! Ja, Alter, was ist. Mann, ey, wäre fast kurz jetzt ein bisschen wütend geworden, aber schwangere Frauen dürfen alles, Alter. Geil! Nee, Alter, du hältst dich richtig zurück. Da würde es überhaupt kein Dings geben, Mann, na klar. Da müssen wir mal gucken, ob wir dich nicht irgendwo irgendwie unter Tage einbetonieren können oder so. Das wird ja jetzt vielleicht ein bisschen riskanter, aber ich habe keinen Bock, dass du irgendwie rumschatzierst. Ja, nice. Einbetonieren, bist du bescheuert? Nee, da kriegst du ja auch keine Luft. Ach, Alter, krass. Also, warte mal. Der Vater sollte das ja auch nicht hören. Du willst also nicht, dass die anderen das mitkriegen. Er ist auch gerade unangebracht, das verstehe ich schon. Da ist ja noch ewig Zeit. Nee, hab ich nicht. Also, wie lange denn? Ungefähr 5,5 Monate. Was? Ja, aber warte mal. Ja. Euresgleichen ist sie nicht 9 Monate tragend. Ja. Wieso hast du... Nee, Moment, 4,5 sind's nur, ne? Nee. Hä? Also, bei mir steht halt jetzt irgendwie was von 15. Woche. Oh. Und... Das ist fast die 16. Also hat sie fast 4 Monate rum. Okay, dann sind's noch knapp 5 Monate. Bisschen mehr. Warum hast du mir denn nicht eher... Ja, pass. Weil ich noch nicht wusste, ob ich dieses Kind kriege, verdammt nochmal. Und ich es auch noch nicht ewig weiß. Deswegen habe ich nichts gesagt. Aber wieso solltest du denn nicht? Also ich meine... Wieso ich nicht sollte? Weil ich die nächsten Monate ausfalle, komplett. Und ich noch nicht wusste, ob ich das will. Also ein bisschen länger wollen. Na, ist ja auch... schwere Frauen, die dürfen alles, das stimmt schon. Da kann man schon mal ein bisschen... Move'n sausen. Das ist schon okay. Ja, ist schon okay. So. Ja, bin ich jetzt Geheimnisträger? Nee, ich halte dich ein bisschen raus.
Ich hab dir ja heute schon die Ausrede geliefert. Ja, perfekt. Ja. Du weißt aber, dass das jetzt ja gar nicht mehr so lange warten kann, bis du dann irgendwie warten jetzt erstmal ab, wie sich das entwickelt, aber dann, ne? Je nachdem, wie sich das entwickelt, ne? Hm. Werde ich dich in den Bus setzen. Und dann werde ich da richtig lange fahren, das ist dir klar. Und wenn ich das sage, dann wirst du mir keine Widerworte geben, sondern nur einsteigen. Mhm. Da ist eine Familienkarte mit der Mira und meinen Kindern. Und mal gucken, wer noch so Platz findet. Denn wenn die Scheiße hier richtig abdampft, dann brauche ich keinen von euch hier. Jo. So, weißt du schon, was es wird? Hä? Nee. Hätte ja sein können. Was weiß ich, wie das bei euch ist, Mann. Immer mit der Ruhe. Entschuldige bitte. Onkel Vlad, das hat was. Gut. Achso, Sinn von dem, hier, Schweden oder was? Naja, was heißt sind? Ist, Entschuldigung, ich denke immer nur, es gibt nur Mehrzahl bei Kindern, Mann. Nee. Naja, bei euch vielleicht nicht. Ist aber egal. Okay, das haben wir geklärt. Wenn ich sage, du fährst, dann fährst du. Ja. Gut. Das kann übrigens sein, dass man den Typen vielleicht aufspüren kann, weil er wahrscheinlich eine ganze Menge Paraphernalia brauchte, irgendwie um den ganzen Kram durchzuziehen. Die musste er irgendwo her haben. Na gut, das kannst du mal morgen mit jemandem klären, der davon was versteht. Ne? Ja, ich habe noch ein paar Kontakte, die ich anrufen und fragen kann, genau. Na klar, sowas ist ja auch kein Ding. Wenn du dich mit denen triffst, wirst du da aber trotzdem nicht alleine hinfahren. Und mir ist klar, dass du dich ja nicht mal mit Gängern blicken lassen kannst, aber die können ja in der Nähe sein. Und das ist jetzt nicht nur eine Sonderbehandlung, weil du dick wirst, sondern, das hätte ich sogar so gesagt. Na dann. Wir werden jetzt immer schön Paare bilden, unseren Händchen fassen und nur bei Grün über die Ampel gehen. Wunderbare Aussichten. Ne? Okay, ich weiß Bescheid. Du musst jetzt hinlegen, du musst viel schlafen, viel essen, viel trinken, kein Kaffee. Und, aber wir haben ja jetzt schon das Lüftungssystem und da kannst du ja dann eigentlich, das ist ja perfekt. So, du musst einiges. Die ganze Lektüre hab ich dir rausgesucht. Na, aber hast du die noch oder musst du die geben? Ich hab die schon gelesen, außerdem weiß ich, was da drin steht. Na klar, du bist auch ein kluges Mädchen. Sag mal, geht's dir gut? Entschuldige bitte, ich freue mich halt. Er bekommt aus dem Nichts eine Moskauer Überschallschelle. Oh ja, fordern, ich hätte dich nicht warten lassen sollen. Die hatte nur wichtige Sachen. Komm ja jetzt. Alter, du kannst den alten Mann nicht so lange warten lassen. Oder? So eine Scheiße. Schwister, die hinter dem Rücken des Vaters tuscheln. Kacke, ja. Jojo. Dein Chef hat gesagt, du sollst schlafen, damit du wach bist im Magier-Angriffskrieg. Ich muss jetzt eh mit dem reden. Ich überlege gerade, ob Joris ihm jetzt direkt sagt. Ist eigentlich immer besser, wenn er es von ihr hört. Ja, aus dem halte ich mich eher raus. Ne, du sollst ja auch nicht immer an vorderster Front stehen und sagen, guck mal, ich bin Kugelfang. Nee, du wirst Opa. Das weiß ich selber. Ja, nee, nochmal. Das weiß ich selber. Noch dreimal. Nee, noch viermal. Oh. Ja. Und ihr habt euch überlegt, das müsst ihr ein bisschen zusammenlegen, damit ihr es dann alle mit ihm mal weg habt. Naja, es wird dadurch aber nicht einfacher, das kann ich euch versprechen. Überlegt war da gar nichts, aber ja. Sei doch nicht so genervt. Ich bin müde. Na, ich sag mal so. Morgen fahre ich rüber. Nee, ich fahre heute Nacht noch rüber. Dann wird das morgen besprochen.
Und da werde ich bestimmt nur mal ein bisschen Zeit finden für mein Töchterchen. Gut. Außerdem muss ich ja noch evaluieren, ob dieser Erzeuger überhaupt taugt. Hattet ihr das nicht schon durch? Ja, aber doch nicht als Erzeuger. Guck mal, es wird jetzt eine schwierige Phase kommen. Gönn den alten Mann mal ein bisschen Spaß. Na, alles klar. Wenn der nicht richtig Angst kriegt, dann ist er aufs Vordersein überhaupt nicht vorbereitet. Eigene Erfahrung. Na so, und wir hatten auch Spaß. Ja. Hau dich hin, morgen. Jo. Sie geht schlafen. Ja. Es müsste eh schon wieder hell sein. Geht. Ja. Naja, das mit Kaban ist ja nachts passiert, dann haben wir noch ewig bei Fedor rumgesessen. 5 Stunden. Aber es ist Oktober. Stimmt, da wird's noch nicht ganz so spät hell. Ja, passt. Easy. Naja, ich meine, Kaban hat sie ja schon mit seiner Nachricht aus dem Bett geholt. Ich würde ja sagen, dass es mir leid tut, aber es tut es mir nicht, weil es war gerade schon ernst. Ja, das ist ja auch verständlich. Ja. So, Jojo geht schlafen. Kaban schläft schon. Sehr gut. Paulina hat ja ein Schlaflied gesungen. Er hat sich ein bisschen geärgert, dass die Blonde einfach gegangen ist. Weißt du, und jetzt sagt nochmal jemand, Jojo sei irgendwie psychopathisch veranlagt oder so. Na, das war schon grenzwertig. Ja, das war so. Was tue ich denn jetzt? Cool sehr bleiben. Sehr grenzwertig. Übersprungshandlung, ficken. Richtig. Das könnte mein letzter. Das macht Bonobos auch entspannt. Ja, aber ich glaube, in den Situationen könnten sie auch nicht. Ja doch, die machen das wirklich für die absolute Stressbewältigung. Ja, aber die machen das nicht, wenn ein Raubtier vor ihnen steht. Sondern als soziale Stressbewältigung. Ach. Er war ja nicht mehr da. Dann. Ja, warte mal. Aber du hast ja auch etwas weiteres kognitives Verständnis als ein Bonobo. Wenn nicht, kein Problem, du Bonobo. Nee, das ist... Damit konnte ich mir ihn eine Weile vom Hals halten. Ey, sag mal so, ich muss Flummi da schon recht geben, dass er schon sehr psychisch... Aber es war ja quasi eine Traumwelt, da ist alles erlaubt. Da war ja gar nichts mehr korrekt. Das erklärt einiges. Ne? Das stimmt. Und ich saß hier schon die ganze Zeit, Kaman, der blufft. Selbst wenn er von Florina gekommen wäre, hätten die sich keinen so offenen Worry-Krieg jetzt so schnell leisten wollen oder können, nur nicht so. Ich sag mal, doch, aber sie würden das doch nicht so machen. Ja, mit so einem Typen, der Typ würde ankommen, Kaban ein Messer in den Kopf stecken und weggehen, das wäre Florina. Ja, es war zu viel Aufwand für das, was am Ende dabei rauskommen soll. Kaban ist der falsche Kandidat dafür und wie gesagt, also ich glaube nicht, dass deswegen, man Mori-Krieg so anfängt. Das war auch deswegen das erste Mal, dass ich gezielt Fehler in so einen Scheiß eingebaut habe. Deswegen ist Kaban auch eigentlich davon ausgegangen, dass er tot ist. Ja, keine Sorge, da hätten sie das anders gemacht. Ja, das ist mir schon bewusst, aber er hat einfach gesagt, okay. Das ist ja auch das Schöne an Florina, da kannst du davon ausgehen, dass du da nicht irgendwie solche Spielchen ewig noch hast, sondern die kommen und stechen dich ab. Das ist immerhin sympathisch. Aber so gut kennt er die nicht. Grundlegende Worry-Vorgehensweisen musst du leider einfach wissen, du bist da lange genug und hast jetzt mit der Gang zu tun und kriegst manchmal was mit. Ja, aber vielleicht gibt's ja immer noch jemanden in ihrem Stab oder so, der halt irgendwie so komisch tickt, weil er verrückt ist das oder so. Das stimmt. Was weiß ich? Keine Ahnung. Ich kenne die halt nicht. Verständlich. Wovon ich ausgegangen bin, ist, dass halt einfach alle sterben werden, wenn nicht irgendwas passiert. Deswegen hat er irgendwann den Kampfmodus eingesetzt. Naja. Ja, gut. Da würde ich sagen, machen wir auch Schluss. She makes things so very convenient for me. My name is Garage.
this garage. She makes things so very convenient for me. She's my all-night penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis garage. Penis. So. Da müssen wir uns jetzt leider noch mal drüber unterhalten. Nee. So, also ich meine, das war also die Folge, die war natürlich jetzt keine Glanzleistung spielleiterischen Könnens. Na, die war natürlich ziemlicher Bullshit. Es ist ja so. An alle Spielabende nach Wanderzart bin ich ja ran mit der Vorbereitung. Ich habe doch einen ziemlich dicken SL-Screen, da muss ich doch was machen lassen. Da können wir alle mal ficken. Hier, Jojo, einfach schön Baby reindrücken, da bleibt immer was zu tun. Easy. Das klappt natürlich auch meistens. Das klappt doch meistens ziemlich gut. Und bei TikTok, da die ja auch Vorbereitung. Hier, guck mal, Bodenplan. Das Kevin der Hacker. Das Kevin der Hacker, der macht doch jetzt auch platt oder was. Das hat auch funktioniert. Das war überhaupt kein Problem. So. Und dann war es ja so, dass ich auf die Uhr guckte bei diesem Spielabend und dachte, oh scheiße, jetzt hat ihr einfach mit dem Wichser geredet. Das ist auch langsam jetzt mal ausgeschöpft. Ich habe einfach noch 2 Stunden Zeit. Abbruch, was machen wir? Gaban, du kommst mit, Polizei. Gut, Folgenende, das ist doch schön. Cliffhanger, das ergibt Sinn. Okay, ich kurz mal weg vom Computer, das ist mal ganz gut. Und mal gucken, was machen wir jetzt? So, und dann habe ich tatsächlich gedacht, okay, Ziel ist es ja zurzeit, dass ich Szenen finde, die zum einen Gangentscheidungen durchspielen, einfach weil ich das auch brauche, um zu gucken, wie wir jetzt in Zukunft weiterspielen, wenn die Tätigkeiten der beiden Lappen nicht nur von ihren eigenen Willen abhängen, sondern von dem der ganzen scheiß Gang. Wie das funktioniert und was wir da machen müssen. So, zweites Ziel ist es ja, zurzeit, also schon ein bisschen länger, dass ich diesen Worry-Konflikt zwischen den beiden Oberdudes und Dudettinnen bringe und dass ich es nicht mache, wie sonst immer, nämlich hier habt ihr meine News, hier spreche ich mal kurz was an, hier ist irgendwas und da plötzlich zimmern eine Mauer hoch, krasse Wurst oder was waren noch so an großen Sachen, hier ist was, guck mal da, oh hier eine kurz mal angesprochen, da wirst du kurz mal gemobbt, oh Polizei, da sind einfach Dienstleister, da sind einfach Konzerne drin. So, das wollte ich, also das werde ich immer noch in Zukunft tun. Keine falschen Hoffnungen, sogar sehr häufig, einfach weil ich ständig das Gefühl habe, irgendwas ändern zu müssen. Das ist, glaube ich, auch nicht mal das Schlechteste, aber das kommt halt immer so, la 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 la, putz. Und da wollte ich das aufbereiten, dass es tatsächlich Dinge sind, die mit den Leuten zu tun haben und die mit ihnen, die so vergegenständlich, dass man da interagieren kann oder personifiziert. So, das ergibt ja auch Sinn, weil im anderen Scheiß hatten sie einfach auch nicht so viel zu tun damit. So, und Kabans Festnahme und das, was ich dann da schnell drumrum entwickelt habe, hat natürlich gut funktioniert. So, weil jetzt auch die Gang sagt, was ist denn eigentlich jetzt mit dem Lappen da los? Bisher hat das ja einfach mit die Großwoche immer ziemlich gut funktioniert und das nervt. Das nervt deswegen, weil sie darüber an viele Sachen gut rankommen, weil sie einfach das Erste, wenn sie jetzt irgendwas machen wollen, ich erinnere an den selbst erarbeiteten Run gegen die Dreamcast, gegen die Produktionsfirma da, Filmshit. Sind sie irgendwann hin und haben gesagt, aber hier, Jego, ihr seid da noch nicht drin, oder? Ich meine ja nur, wir wollen euch ja wirklich nicht ans Bein pissen. Und Fedor hat da immer so ein bisschen als Schieber fungiert, obwohl ich Schieber so ein Stück weit rausnehmen wollte, was auch dumm war. Das muss ich mal irgendwann ändern. Aber auf jeden Fall, das klappt übel gut mit der Worry. Das ist aber, das bietet spieltechnische Problematiken. Die sind auch, da komme ich irgendwann nochmal dazu. So. Auf jeden Fall wollte ich das ein bisschen aufdröseln. Da muss es also ein bisschen knallen. Irgendwo, irgendwie und irgendwann. Deswegen hat das ja prinzipiell funktioniert, war aber trotzdem scheiße. Denn ich wusste in dem Moment
als ich in diesem Vorhörraum mit dem Typen war, dass ich mich selbst sofort in eine Ecke gespielleitert habe. Und in der Ecke, wenn du nicht vorbereitet bist und auch gerade keine Ahnung hast, da gibt es ja eigentlich immer nur Deus Ex Machina. Oder in dem Fall Deus Ex Machina. Magica. Magica, genau. Das ist natürlich... das ist natürlich... wie nennt man das? Handlungen von Spielleiterabschaum. Ich habe mich dann natürlich bemüht, noch schnell irgendwelche Fehler einzubauen, sowohl in Polizeivorgehensweise und so weiter. Und das dann so überspitzt, dass man sich so krass um Kaban bemüht und so. Das natürlich, und das passt ja natürlich alles nicht zusammen. Das wollte ich ja auch. Aber das sind ja trotzdem dann noch Lücken drin, Plotholes. Die sind ja gewalteter als... Ich hoffe, deine Gedanken sind bei dieser kurzen Pause jetzt einfach in die Perversion abgeglitten, ne? So, aber die sind weit und groß und vielfältig. Das war natürlich beim Schneiden auch kein Genuss für mich. Das war natürlich auch beim Hören kein Genuss für dich. Das weiß ich doch auch. Es wird auch wieder anders. Aber, ich sag mal so. Junge Spielleiter, macht es nicht nach. Oder, wenn ihr es nachmacht, seid euch nur bewusst, dass es halt scheiße ist. So. Also war auf jeden Fall eine richtig gute Folge. Das machen wir jetzt immer. Hat mir auch sehr gut gefallen. Hat auch Spaß gemacht. Und wir gucken mal, was in Zukunft so kommt. Geile Magie. Jedenfalls nicht auf meiner Seite. Die Musik ist von Lamprey mit Parasite auf dem Album The Greener Grass und The Cheese Mice mit Cheese Mice on a Peace Garage. Videobild ist von Evo G. Mit dem sehr alle recht. Auch scheiße. Bis zum nächsten Mal, ihr kleinen geilen Mills Bros. Abbruch! Mir ist was eingefallen. Bonus-Content nennen wir das jetzt. Bonus-Content. Und zwar... Da ich jetzt hier die ganze Zeit gemea culpat habe, ist mir entgangen, was für eine asoziale Biene Jojo ist. Ne? Ja, Gandhi, du bist voll keine inbegriffen in diesen Entscheidungsprozess. Ich meine, ja, du hast mir jetzt nur so eine halbe Antwort gegeben, damit kann auch keiner zufrieden sein. Aber eigentlich habe ich jetzt für dich beschlossen, dadurch, dass ich das meinem Daddy und meinem Bruder sage, dass ich volle Bude schwanger bin, dieses Ding zu bekommen. Ha! Get fucked! Uncool. Uncool, uncool, uncool. Und ich hoffe, dass sich darüber ausreichend beschwert wird. Am besten direkt bei Flummi. Ne? E-Mail-Adresse? Scheiße, jetzt habe ich keinen Trollnamen vorbereitet. Kessebiene346@gmail.com.